Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Heute geht es noch thematisch so ein bisschen an Ostern angedockt und ich habe ja zu Beginn der Fastenzeit schon begonnen, da eine Auslegung hier zu veröffentlichen, einfach weil ich das ja interessant finde und ja hier auch auf diesem Kanal so ein bisschen mein Ding machen kann und als YouTuber auch so ein bisschen meine eigene Sichtweise ein bisschen darstellen kann. Und deshalb geht es heute hier um das Versagen der Kirche und die virale Ekklesia. Also ich will versuchen auszumodellieren, was es aus meiner Sicht damit auf sich hat. Klar, das ist so ein bisschen auch Kommentar und Meinung und das Ganze möchte ich aber versuchen ordentlich darzulegen. Ich habe hier einen Notebook stehen, also nicht, dass man sich wundert. Da werde ich jetzt immer mal raufgucken, weil mein Skript, ich habe bis zur letzten Minute daran gearbeitet, doch etwas lang geworden ist. Und jetzt wollte ich es nicht alles noch ausdrucken. Gut, ich würde zu Beginn gerne mit so einer Interpretation der aktuellen Situation von Gunnar Kaiser einsteigen, also Schriftsteller, Philosoph und ein Intellektueller der heutigen Tage, der auch einen YouTube-Kanal hat, den man sich gerne angucken kann. Er ist natürlich Skeptiker der aktuellen Lage, das muss man natürlich dazu sagen. Und ich will hier niemand in irgendeine Schlagseite reindrücken. Ich beziehe natürlich ein bisschen Position, was ich ja auch als YouTuber darf und finde einfach ihn sehr spannend und interessant. Und also ich denke, es ist eine Perspektive auf das Ganze, ja nicht eine abgeschlossene Sicht irgendwie oder eine Erklärung, wie es jetzt wirklich alles ist, sondern eher so Versuche irgendwie das, was wir alle nicht gut verstehen können, etwas mehr zu deuten. Natürlich habe ich auch ein bisschen Schlagseite, so wie alles andere, auch die Befürwortung sozusagen der ganzen Maßnahmen und so weiter, ja auch. Okay, steigen wir ein mit dem, oder es ist ein Kult, so hat er Gunnar Kaiser das genannt, es ist ein Kult und darauf werde ich mich dann im Verlauf dieser Ausführung hier noch weiter beziehen. Er hat dort Folgendes ausgeführt. Jede Herrschaft beruht auf einer Weltanschauung, die eine tragende Ideologie zugrunde hat und jede Herrschaft, könnte man sagen, beruht auf einer Erzählung oder auch anders gesagt auf einem Narrativ, wie die Welt ist und was ihr Sinn gibt, was sie zusammenhält. Und diese Erzählungen, die können auch manchmal völlig irrational sein, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Das finden wir in den Großideologien der vergangenen Jahrhunderte. Aber wer hätte es nicht schon geahnt, auch in den Religionen, also wo ich mich auch jetzt selbstkritisch sozusagen betrachten kann und, was ja auch zum Titel passt, wo das Irrationale fast schon eine Anziehungskraft ausmacht. Ja? Desto mehr es gegen die Fakten ist, desto höher die Anziehungskraft, die Verführungskraft, das Antireale verstärkt sogar noch die Anziehung und die Wirkungsgeschichte an sich. Und gerade bei kleineren schwärmerischen Gruppen oder auch Sekten sieht man ja, wie regelrecht eine Erzählung ersonnen wurde und die regelrecht eine psychotische Wirkung auf die Opfer oder auf die Verwirrten hat, die dem Ganzen anheimfallen. Und davon konsensuell bereitwillig umgarnt werden. Und diese Erzählung bezieht sich nur noch auf sich selbst und ist selbstreferenziell. Sie gibt dem Ganzen einen Sinn und somit bekommt jeder innerhalb der Erzählung einen Platz zugewiesen, eine Aufgabe und somit letztendlich auch seine Identität. Und Unplausibles schwächt natürlich die ganze Ideologie nicht, sondern fordert ihre Anhänger heraus, diese Erzählung zu verteidigen, also apologetisch sozusagen das eigene Glaubenskonstrukt, das System zu verteidigen. Und je mehr Energie man aufwenden muss gegen die Fakten, umso mehr geschieht eine Verschmelzung mit dem eigenen Weltbild. Von außen betrachtet würde dann jeder sagen, die haben doch eine kollektive Zwangsneurose. Oder eine beginnende Psychose, wo es dann schon so in die Wahnvorstellung hineingeht. Und es ist in der Tat wie eine Psy-Op, also eine Psychological Operation, ein von außen gesteuertes Top-Down, also von oben nach unten runter durchdirigiert. Es wird von oben nach unten dirigiert. Innerhalb der Gemeinschaft ist dies aber völlig selbstverständlich.
Die Gruppe bildet den Bezugsrahmen, der sinngebend ist. Und somit kommt es den Anhängern vor allem sinnvoll vor und auch wahr, das, was zum Beispiel im Mantel der Wissenschaftlichkeit dargestellt wird, das ist auch möglich, auch eine Spielart von dem Ganzen. Ja? Aber das, was da sonnengesponnen würde, das wird von Anhängern als sinnvoll erachtet und kann auch in dem Mantel der Wissenschaftlichkeit daherkommen. Ausdrücke wie Trust the Science oder es gibt einen Wissenschaftskonsens werden dann angeführt und so weiter. Ja? Und wer dem Ganzen widerspricht, ist dann ein Wissenschaftsleugner, wie der ja, kulthafte Professor mit den schwarzen Korkenzieherlocken gesagt hat. Ja. Ein Wissenschaftsleugner, und das erinnert ja an dunkelste Zeiten, ja, an die dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte. Wer das leugnet, der ist gar ein Straftäter, und also da wird ein regelrechter semantischer Rahmen aufgebaut. Wie sollen das ja auch sonst die 15- bis 25-Jährigen verstehen? Ja? Also sie sind Wissenschaftsleugner. Wo wir eigentlich sagen müssten, er oder sie, der das Ganze nun in Frage stellt und nur Fakten darstellt oder darstellen möchte, ist eigentlich ein Autoritätsleugner, was ja im Grunde genommen etwas Gutes, Selbstbestimmtes ist, wo wir auch wirklich anerkennen müssen, hey, Autoritätsleugner ist doch gar nicht so schlecht. Also ein Mehr an Wissen hat doch auch einer Gesellschaft noch nie geschadet, und lediglich einem Narrativ können also diese Fakten wirklich gefährlich werden. Ja. Einem abgeschlossenen Narrativ kann jede Gegenerzählung oder Infragestellung gefährlich werden. Aber Wissenschaft arbeitet ja bekanntlicherweise ergebnisoffen und ist bereit, sich selbst zu widerlegen im Namen der Wissenschaft selbst. Ja. Forschungshypothesen sind da, um sie zu hinterfragen, und Ergebnisse müssen sich der Überprüfbarkeit stellen können. Ein Narrativ hingegen muss in der großen Rahmenerzählung immer gleich bleiben. Ja. Also Ergebnis abgeschlossen. Nicht ergebnisoffen, sondern ergebnisabgeschlossen ist das Narrativ. Alles, was die Gruppe und somit die Identität in Frage stellt, was also von außen kommt, muss von der Gruppe ferngehalten werden. Der Feind muss draußen bleiben. Ja. Es ist dieser Kult. Eine Atmosphäre von Hysterie und Paranoia entsteht. Es gibt einen Feind, der auch mal wechseln kann, aber im groben Rahmen ja, dieser Erzählung hineinpassen muss. Ja. Und die Absurdität der Rahmenerzählung muss verteidigt werden, des Narrativs. Ja. Die psychische Energie, die dafür aufgewendet werden muss, für das Aufrechterhalten der Erzählung, die muss ausgereizt werden, und schließlich schweißt auch diese aufgewendete Energie die Mitglieder des Kultes so richtig zusammen. Und ja, dieser Ausnahmezustand formt die Gruppe, bildet sie, schweißt sie zusammen und gibt ihnen allen insgesamt Identität, auch dem Einzelnen, der den Narrativ verteidigt. Somit können viele Mitglieder der Gruppe sogar ja, die Totalitarismen aus vergangenen Zeiten oder von anderen sehr gut erkennen, was früher stattgefunden hat. Ganz bekannte Beispiele natürlich erkennen sie glasklar, aber nur sehr schwer die eigenen Totalitarismen. Die Untergebenen werden verunsichert durch immer wieder gegensätzliche Dogmen und Regeln. Ja, also eine gewisse Willkür und auch ein bewusstes ja, Zusammenstoßen ja, der eigenen sozusagen intellektuellen, kognitiven Fähigkeiten. Und das sorgt dafür, dass ein Kurzschluss im Verstand stattfindet und stellt somit auch den Eintritt in den Kult selbst dar, ja, wie das ja bei Sekten tatsächlich der Fall ist. Dieses willkürliche ja, Zusammenstoßen auch von intellektuellem Verstand, dass dann nur noch das übergeordnete Narrativ zu zählen hat. Und da können auch diese gegensätzlichen Positionen ausgereizt werden, auch angewendet werden auf ein Individuum, um es sozusagen in seiner Verwirrung komplett zu machen und mit dem fertigen Narrativ
zu empfangen. Sie haben dann auch eine eigene Sprache entwickelt in ihrem Kult und es geht darum, die Gruppe, die soll gar nicht verstanden werden von außen betrachtet, sondern es geht um Abgrenzung zu den Ungläubigen, ja, zu den Ketzern. Die innere Gehirnwäsche ist somit perfekt. Die Spaltung der Gesellschaft, die Clubmitglieder, die Staatsbürger, die zu funktionieren haben, wie Richard David Brecht es fordert. Es sind die Feinde, die Wehrkraftzersetzer, die Ketzer, die Ungläubigen, die sozusagen außerhalb des Kultes stehen und dem gefährlich gegenüberstehen. Die heilige Wissenschaft als Autorität, eine Forderung nach Reinheit, nach Tabus, nach Verhaltensregeln und ein Eindringen in alle Bereiche, Schule, Arbeit, Hobby, in die Gesellschaft komplett, bis hinein in das Intime, das Private, bis hinein in die Berührungen, das Körperliche, überall dort dringt dann das totalitäre System ein. Und G. Say Hopkins schreibt dazu, die meisten Menschen können nicht sehen, dass dies geschieht aus dem einfachen Grund, dass es ihnen geschieht. Sie sind buchstäblich unfähig, dies zu erkennen. Der menschliche Geist ist äußerst widerstandsfähig und erfinderisch. Fragen Sie jeden, der mit einer Psychose gekämpft hat oder zu viel LSD genommen hat. Wir erkennen nicht, wann wir wahnsinnig werden. Wir haben die Fakten der Sterblichkeit in einem Median von 0,25, ja, auf die Gesamtbevölkerung weltweit gesehen. Wir haben eine Überlebensrate bei den unter 70-Jährigen bei 99,95%. Und wir haben eine, ja, nicht abgeschlossene Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Masken oder gar Lockdowns, die von Professor Ioannidis auch in Frage gestellt werden, sogar ihre Schädlichkeit dargestellt wurde in einer, ja, Metastudie herausgearbeitet, wirklich auf höchstem Niveau, und Professor Ioannidis im Hirsch Index, einer der meistzitierten Wissenschaftler dieser Welt, also ein wirklicher, echter Wissenschaftler, der auch kritisch hinterfragen kann, auch sozusagen dem Narrativ widersprechend. Das sind also echte Wissenschaftler und sie finden kein Gehör. Ja. Also wir haben die Fakten auf dem Tisch, aber die Fakten spielen keine Rolle mehr. Es geht nicht um Fakten, auch kluge Menschen sind darin gefangen und können es nicht mehr hinterfragen. Aber es reicht ein Kind, um zu sagen, dass der Kaiser nackt ist. G. Say Hopkins schreibt weiterhin in einem Zitat, es ist kein Missverständnis oder rationale Auseinandersetzung über wissenschaftliche Fakten, sondern es ist eine fanatische ideologische Bewegung, eine globale totalitäre Bewegung, die erste ihrer Art in der Geschichte der Menschheit. Somit ist nicht mehr die Kultur das Rahmende in der Gesellschaft, wo sich einzelne Kulte ansiedeln können, sondern es hat sich umgedreht, ja. Das Kult-Kultur-Paradigma hat sich umgedreht. Nicht die Kultur ist nunmehr das Bestimmende, sondern der Kult ist zu dem Bestimmenden geworden und zur dominanten Kultur in sich selbst geworden. Ja, der Kult bestimmt jetzt. Und diejenigen, die sich nicht dem Kult angeschlossen haben, die sind zu isolierten Inseln inmitten dieses Kultes geworden. Also das Kult-Kultur-Paradigma hat sich regelrecht umgekehrt. Wir brauchen also Fakten, um der Gefahr entgegenzutreten oder selber, ja, aufzupassen, dass wir nicht einen Kult bilden, dass wir nicht selbst einen Kult aufsetzen oder auch Opfer eines Kultes werden. Und deshalb brauchen wir Fakten natürlich auch für die sachliche Diskussion, die wir nach wie vor suchen wollen. Wir können aber andersherum auch feststellen, dass wir Anhänger eines wirklichen Kultes nicht überzeugen können. Aber es gilt dennoch, ja, so wie Hannah Arendt sagt, es gibt kein Recht zu gehorchen. Also man muss nicht mitmachen, sozusagen der passive Widerstand. Und aus meiner Sicht ist der passive Widerstand ein Ausdruck christlicher Existenz, worauf ich auch dann weiterhin hinweisen möchte oder das, wie gesagt, ausmodellieren möchte. Ja, die Frage stellt sich ja, wo sind die Intellektuellen heute? Was ist da los? Und krass gesprochen, warum gibt es einen intellektuellen Samenstau, muss man ja regelrecht feststellen, einen hohen Hochstand der Intellektuellen, die sich völlig verkrochen haben und wie Richard David Brecht noch fordern,
Die Staatsbürgerschaft eines jeden Einzelnen ist jetzt gefordert und sie haben doch bitte schön zu funktionieren. Und wenn da 25% der Bevölkerung das nicht riffeln und raffen wollen, ja, dann ist da was im Argen. Aber das sind doch gefährliche Entwicklungen, in die wir dort hinein tendieren. Also wo sind die Intellektuellen? Ja, diese intellektuelle Impotenz auch bei den Künstlern zu finden. Also da hat sich ja Nena jetzt mal so ganz, ganz vorsichtig mit den Skeptikern in Kassel solidarisiert, also mit den Maßnahmen-Skeptikern. Und dafür hat sie einen Shitstorm bekommen. Das wurde sie medial natürlich und scharf angegangen, auch von offiziellen Medien gleich mal deformiert. Das reicht dann direkt zur pathologischen Diagnose, nur weil man da einmal Danke sagt oder applaudiert. Also das ist sehr, sehr krass. Deshalb ist es doch auch gut, wenn wir genau hinschauen und versuchen, mit offen, ja, wissenschaftlich offen zu forschen, zu gucken, ist das wirklich abgeschlossen? Ist es ein abgeschlossenes Narrativ? Oder was kann man noch weiter herausarbeiten? Also ein Mehr an Fakten und Wissen hat noch niemandem geschadet. Aber dass nun eine fertige, abgeschlossene Erzählung existiert, das ist doch massiv zu hinterfragen. Und so ist es ja natürlich auch bei Theologen. Also es ist ja erstaunlich, wie viele Leute da studiert haben. Jahrelang, 5, 8 Jahre lang mit Titeln ausstaffiert und in Elfenbeintürmen sitzen und dann alles einfach abnicken, was ihnen sozusagen vorgesetzt wird. Also es ist irre, völlig irr und aberwitzig. Mit einer Impotenz sind diese Leute ja oft auch gesegnet, ja, auch gerade theologisch gelehrte Menschen, die dann irgendetwas verfassen, was kein Mensch versteht, abstrakte Begrifflichkeiten und nichts Relevantes mehr zu sagen haben. Deshalb komme ich letztendlich auch zu diesem Obertitel Versagen der Kirche, aber das möchte ich auch gerne noch umdeuten zu einem leidenschaftlichen Plädoyer, natürlich auch für die Kirche. Ja, wenn man ergebnisoffen forscht, dann kann es manchmal wie folgt aussehen. Richard A. Müller, also das ist ein berühmter Physiker und früherer auch Klimaskeptiker, ein Datenspezialist, der sich super mit Big Data und dem Ganzen auskannte, Daten reinsammeln und auswerten, also ein richtiger guter Wissenschaftler. Und der war ein Klimaskeptiker und der hat gesagt, ich will es jetzt genau wissen, ja. Und er hat dann 2012 oder ja in den Jahren zuvor gesagt, hey, gib mir alle Rohdaten zu diesen Klimageschichten und ich mache jetzt eine eigene Untersuchung und Studie und werte das aus. Und 2012 hat er dann seine Ergebnisse veröffentlicht und die New York Times hat dann getitelt Der Glaubenswandel eines Klimaskeptikers. Und er kommt zu dem Schluss, es ist eindeutig, es gibt einen anthropogenen Klimawandel. Die anderen Messwertreihen, ja, die er skeptisch betrachtet hat, der Kollegin, die hat er dann für richtig befunden. Ja. Also der Glaubenswechsel eines Klimaskeptikers. Müller ist ein echter Wissenschaftler. Ja. Er forscht ergebnisoffen. Ja. Also der hat eine skeptische Grundeinstellung und überprüft es dann mit den Daten und merkt dann, okay, ja, da muss ich meine Meinung ändern, ja, weil die Datenlage völlig anders ist und man das ja anders interpretieren muss und es da eine deutliche Schlagrichtung in diese Richtung gibt. Okay, ja, das ist ein wirklicher, echter Wissenschaftler und somit müssen wir im Diskurs bleiben, ja. Nicht im abgeschlossenen Narrativ, sondern immer wieder die neuen Fragen stellen. Dem möchte ich hier bisschen beileisten und auch versuchen, zur eigenen und gemeinschaftlichen Verantwortung ja, beizutragen und das herauszuarbeiten hier in diesem kleinen Beitrag. Wenn das aktuelle Narrativ bricht, dann haben natürlich Medien, Politik und Wissenschaft ein Riesenproblem und können sogar komplett erodieren. Ein Zitat von Edward Bernays dazu. Ich zitiere das, weil ja, vieles den Anschein gibt, dass es in diese Richtung tendiert oder zumindest muss man sich der Möglichkeit bewusst sein. Er schreibt, Edward Bernays, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus in der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre Regierungsmacht unseres Landes ist.
Ja, wer war das? Dieser Mann, Edward Bernays, dessen Buch Propaganda von 1928 mit dem Untertitel The Public Mind in the Making, nämlich von keinem Geringeren als von Joseph Goebbels aufmerksam studiert und dann leider auch umgesetzt wurde. Es ist eine regelrechte Psy-Op. Und das hat sogar ein 16-jähriger Computer-Nerd schon 1971 verstanden, wie man das ja gut ausnutzen kann, auch zu seinen eigenen Interessen. Er war ein Computer-Nerd und 1971 war sowas selten gesät. Und seine Schule hat seine Begabung erkannt und bat ihn dann im Jahr 1971 für die Schule ein Programm zur Verteilung der Schüler in den Klassen zu schreiben. Und das war eine günstige Gelegenheit für ihn, gewisse Neigungen auszuagieren. Und er veränderte den Programmcode zu seinen Gunsten, um sich kurze Zeit später in einem Klassenraum mit ungewöhnlich vielen Schülerinnen wiederzufinden. Es sollte ein späterer Freund von Jeffrey Epstein werden, den wir ja alle in trauriger Bekanntheit kennen. Da kann man ja nur noch fragen, ja, wie geht's denn eigentlich? Oder besser gesagt, geht's eigentlich noch? 9 Minuten in der Tagesschau vor einem Jahr am Ostersonntag, ja. Ich lass mir von so jemand doch nicht sagen, was ich für eine Ampulle ich mir reinzudrücken habe oder sowas. Ja, also geht's noch? Muss man da wirklich mal fragen. 9 Minuten, das ist schon sehr, sehr krass, so viel zum unabhängigen Journalismus, ja, und philanthropisch. Ich finde es ja toll, wenn Menschen irgendwie in der Sendung auch was Gutes machen wollen, aber das Problem kann natürlich ohne Zweifel der Machtmissbrauch in solch einer Organisation oder mit solch einer Person sein, die Milliarden besitzt und, soweit ich weiß, im letzten Jahr 50 Milliarden plus gemacht hat. Also das ist ein ordentlicher Return on Invest und so ticken ja diese Menschen auch. Also da braucht man sich keine Illusion machen, dass diese Leute besonders menschenfreundlich sind, sondern es geht ihnen um einen Return on Invest. Der hat mir gar nichts zu sagen. Ja, ich muss das nicht machen. Also meine Ampulle, die wird einfach ausfallen. Ich habe da eine Risikobewertung gemacht und für mich ist das Risiko in dem Fall da zu hoch und ja, ich muss das nicht haben. Also das wird für mich dann nur unter Zwang stattfinden. Ist für mich nicht relevant. Und wenn das dann bei mir unter Zwang stattfinden sollte, dann werde ich das so gut ich kann aufmerksam dokumentieren, auch ja, mit belegbarem Material und allem, was ich brauche. Und dann werde ich eben vor Gericht ziehen, ja, um für die Freiheitsrechte all derjenigen zu kämpfen, die sich dem verweigern möchten und kein totalitäres System in ihrer körperlichen Unversehrtheit haben wollen. Ein Computer-Nerd, der ein Betriebsprogramm namens Windows erfunden hat, was über Jahre nichts weiter als eine reine Virenschleuder war, wozu man immer eine Schutzsoftware brauchte. Wenn das schon mit den Computern so funktioniert hat, jetzt soll das mit den Menschen so funktionieren. Also Leute wollen ja nicht mal genmanipuliertes Essen essen, ja, und jetzt soll das in uns stattfinden. Und das muss man doch mal klar aussprechen, mit einer unzureichenden Testung, mit einer Notzulassung, mit einer Notfallzulassung, nichts anderes ist das, unzureichend getestet. Normalerweise läuft der Prozess 10, 12 Jahre lang, bis man am Ende das fertige, gute Serum hat, um auch die Langzeitfolgen auszuschließen. Das findet jetzt an Millionen von Menschen weltweit statt, also lebende Versuchskaninchen mit einer Gentherapie am Ende ausgestattet und nichts anderes ist das. Das ist keine gewöhnliche Ampulle, die einen normalen Schutz bietet, wie das bisher war, sondern man hat da schon 30 Jahre lang dran geforscht und kein Ergebnis und keine Zulassung gefunden. Und jetzt nimmt man natürlich den Ausnahmezustand, ach oh Wunder, herzlich willkommen, gerne entgegen, um dort das auf den Markt zu schleudern in einer unzureichenden Testung. Und ja, dann am Ende stellt man vielleicht fest, oh Wunder, wir haben da eine ganz neue Schnittstelle entdeckt und können hier eine Therapie, eine Gentherapie fortlaufend anbieten für die verrücktesten Krankheiten und haben wieder einen Return on Invest, wenn ich jetzt mal eine eigene Theorie aufstellen darf. Aber ja, wenn man wirklich mit Mikrobiologen spricht oder ihnen zuhört,
kann man diese Dinge erkennen, entdecken. Von daher habe ich meine Risikobewertung gemacht und für mich wird das einfach ausfallen. Ja, also ich lasse mir von dem Kaspar Kopp doch nicht 9 Minuten lang da irgendwas erzählen, dass 7 Milliarden von uns mit diesem Zeug versehen werden sollen. Es ist doch faszinierend zu sehen, dass die Leute während der grassierenden Krankheit immer an dem Erreger verstorben sind, als sie eben Patienten waren und dann betroffen waren selber. Und dann später, als den Menschen, denen jetzt schon das Serum und die Ampulle reingedrückt wurde und verabreicht wurde, und wenn dann da Nebenwirkungen oder gar schlimme Fälle auftreten, dann sind sie natürlich grundlegend an ihren Vorerkrankungen verstorben. Also wer da den Orwellschen Neusprech nicht wahrnehmen möchte, ja, tut mir auch ein wenig leid. Ich bin einem anderen König verpflichtet, ja, und keinem Ampullen- und Serum-Evangelium, sondern ich bin einem anderen König und einem anderen Evangelium verpflichtet, ja. Und das will ich auch hier im Weiteren ausbreiten. Und deshalb bin ich der Meinung, es braucht nicht nur einen Black Swan oder diesen schwarzen Schwan, ja, der jetzt über uns kommt und alles irgendwie durcheinander bringt, sondern es gibt aus meiner Sicht auch noch einen White Swan, also den weißen Schwan, sozusagen einen unabhängigen Akteur, der neu und gut gestalten kann und im Sinne des Guten, des wahren Guten und Schönen agiert. Ich sehe in diesem weißen Schwan oder White Swan auch die Ekklesia. Also das ist das, was ich im zweiten Teil des Titels gerne beschreiben möchte und darauf zu sprechen kommen möchte, was es damit auf sich hat. Und dazu gucke ich gerne wieder in das Buch der Bücher rein, ja. Und ich werde jetzt mal einen schönen Text vorlesen. Wir können gerne gespannt zuhören, um welchen es sich handeln wird. Es ist aus dem Matthäusevangelium und zwar aus dem Kapitel 16. Und da lese ich jetzt Vers 13 bis 20 einmal vor. Also die Verse sind einfach nur die nummerierten Sätze. Das klingt immer so ein bisschen irgendwie hochgestochen, aber es sind einfach nur die Sätze, die man später durchnummeriert hat, dass man sie immer wieder finden kann. So, da schreibt also der Evangelist Matthäus Folgendes. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der lebendige Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Soweit also dieser Text aus dem Buch der Bücher. Und ich habe es bewusst mal in diesen 7 Versen vorgelesen, weil ich ein bisschen diesen Kontext gerne hätte und diesen ganzen Rahmen der Erzählung auch, dass man es mal gehört hat. Aber im Speziellen kann ich mich jetzt nur, also ich bin eh schon wieder sehr weit gesteckt, also dass es nicht zu lang wird. Auf den Vers 18 möchte ich mich jetzt im Speziellen konzentrieren und das wenigstens als Grundlage nehmen, um das Ganze auszulegen. Aber ich werde auch noch auf diesen Ort, der ganz am Anfang erwähnt wird, auch noch zu sprechen kommen. Und das ist gut, dass wir das mal gehört haben. Es ist auf jeden Fall besser, das immer im Zusammenhang auch zu lesen, dass man es nicht einfach nur so rausklamüsert, aber auch wegen der Zeit geschuldet nur Vers 18 dann speziell in der Auslegung. Ja gut, das Motto meines Videos war ja das Versagen der Kirche und die virale Ekklesia. Ja, dann ist natürlich erstmal die Grundfrage zu stellen,
Kirche? Was läuft jetzt eigentlich falsch aus meiner Sicht? Oder was sehe ich unter dem Versagen der Kirche? Und da erinnere ich mich als Bildhauer an eine schöne Begebenheit. Das war eine tolle Ausstellung, ja, in so einer kleinen Stadt in der Nähe von Köln. Ich habe da mal eine Weile gelebt und habe da auch dann Leute aus dieser Stadt eben kennengelernt. Und dann kam es zu dieser Ausstellung so in, ja, öffentliche Räume da im Zentrum dieser kleinen Stadt, so 20.000 Einwohner. Und auf jeden Fall haben wir da etliche Skulpturen hingehievt, noch mit Freunden, und auch eine riesige Ratte aus Sandstein. Und diese Ratte trug den Titel Die Kirche. Auf jeden Fall standen dann dort Menschen aus diesem Ort da, schön gekleidet in edlen Anzügen und mit tollem Zwirn und ausstaffiert mit Doktorentitel und ganz, ja, wichtige Personen und so weiter. Also wirklich schön ausstaffierte Menschen. Und dann standen die da so vor dieser Ratte und konnten sie überhaupt nicht fassen. Auf jeden Fall hat man mich dann geholt und gebeten, ich möge doch erklären, was es damit nun auf sich hat. Und da meinte der eine mit dem Doktorschild dann: Meinen Sie damit Ihre Kirche oder was? Ich habe dann ihn auch auf seine Kirche angesprochen und festgestellt, dass es innere Probleme gibt, und die sind ja nun mehr als offensichtlich. Und da konnte ich ganz normal darüber sprechen, auch ohne irgendwie verkrampft zu sein, weil es ja einfach so ist. Wie verstehe ich jetzt die Kirche an sich, und wieso habe ich das nicht nur auf meine Kirche bezogen? Also ich verstehe die Kirche als einen Ring um alle Konfessionen, ja, oder das, was ich auch als virale Kirche oder Ekklesia bezeichnen würde und möchte. Also ein Ring um alle Konfessionen, also aus den verschiedensten Kirchen weltweit und Richtungen und Strömungen, dass es da irgendwie so einen Kern von Menschen gibt, irgendwie ringsrum um all diese Konfessionen, die irgendwie den gleichen Herrn irgendwie anbeten oder lieben oder ihm nachfolgen. Im Speziellen natürlich Jesus Christus. Und also das ist für mich Kirche, ja. Und deshalb kann ich auch mit Leuten kommunizieren oder irgendwie mich befreunden oder mit ihnen sozusagen auch gottesdienstliche Rituale begehen, die aus einem ganz anderen Background kommen, aber irgendwie, ja, diesen gleichen Mittelpunkt haben und so diesen Ring um all diese Konfessionen bilden. Und das sehe ich einfach als Kirche. Und genauso gibt es andersrum natürlich auch in diesem gesamtheitlichen Gebilde einfach Dinge, die von der Institution her völlig verkrustet sind oder die einfach, ja, sich abgestumpft haben, die innerlich tot sind, ja. Und deshalb auch die Ratte, die das natürlich darstellt, auch so, ja, über alle Konfessionen hinweg. Also ich kann da natürlich niemanden speziell in den Topf werfen, aber das ist natürlich auch sehr selbstkritisch und so war das Ganze auch gedacht und so ist es offensichtlich auch angekommen. Aber im gleichen Zug sehe ich auch, dass es da was Gutes, was Positives gibt. Also ringsherum, ja, wie so ein Ring. Und das ist für mich ein wunderschönes Bild und es hat mich immer sehr beeindruckt. Und so wollte ich es auch hier gerne mal zum Ausdruck bringen. Jetzt ist natürlich mir bewusst, dass es viele Menschen gibt, die auch regelrecht in so einem antireligiösen Affekt vielleicht sogar sagen, ja, du hast ja recht, ne? Die Kirche, diese blöde Institution, die ist an allem schuld und man kann jetzt einfach seinen ganzen Müll da irgendwie abladen und über sie ergießen und so, und das ist ja sowieso irgendwie der Schnee von gestern. Also so möchte ich auch nicht verstanden werden, ja, sondern ich möchte schon versuchen, eine gute, konstruktive Kritik anzubringen. Und immerhin wurde ich ja auch in einer Kirche getauft und habe da diesen schönen, ja, Zettel oder, soll ich sagen, bekommen. Und da steht auch so ein tolles Wort drin: Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen, aus dem Psalm 31, Vers 22. Also das hat mir doch auch wirklich was gegeben und ich finde das sehr, sehr wertvoll, auch die Kirche zu haben, um, ja, das Gute zu empfangen oder mit anderen Menschen das Gleiche eben zu teilen, was dort zum Ausdruck kommt. Aber ja, die Institution an sich ist natürlich nur irgendwie dieses Gebilde und aus meiner Sicht auch nicht das Ziel, was der Mittelpunkt dieser Kirche nun angestrebt hat. Sondern ich sehe eher, dass er das Reich Gottes angestrebt hat, aber die Kirche eigentlich nur so ein Tool ist, um das zu verwirklichen. Nun werden das sicherlich einige
grundlegend anders sehen, aber dennoch bin ich da auch gerne zum Diskurs bereit oder habe auch mich mit solchen Menschen angefreundet, die es völlig anders sehen. Also da bin ich jetzt auch nicht irgendwie besonders verengt, sondern das interessiert mich weniger, sondern ich denke, es gibt auch was, was darüber steht, irgendwie diese Beziehung auch zu dem Auferstandenen. Gerade Ostern wird man wieder auf die Auferstehung erinnert und dass das natürlich auch was ist, was über all diese verschiedenen Gruppen, Konfessionen und Zersplitterung, die es ja nun leider auch gibt, steht und dass das auch was unheimlich ja, Gutes, Verbindendes in sich hat. Ja, dann fragen sich vielleicht manche auch, wie kannst du über irgendwelche so theologischen Sachen referieren? Also dazu muss ich mal ganz offen ehrlich sagen, ich habe auch mal eine theologische Ausbildung genossen, ja. Muss natürlich ganz vorsichtig sein, dass ich hier nicht irgendwie anfange zu schlaumeiern, wenn ich sage bewusst Ausbildung, ja, das ist ja eigentlich ein Studium. Ich habe es aber auf Ausbildungsniveau genossen. Und ich selber komme so von meiner Sozialisation her aus dem evangelischen Lager, sage ich mal einfach mal ganz grob umrissen. Und ich sehe mich selbst als evangelisch, würde ich mich so beschreiben. Und ja, habe eine evangelische Ausbildung genossen, 3 Jahre lang auf Ausbildungsniveau. Ja, ich weiß, da gibt es Leute, die haben studiert und die haben viel länger studiert und die beherrschen die Ursprachen. Das möchte ich von mir nicht behaupten. Ja. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ein Bild bedienen müsste, würde ich sagen, ich habe an diesem Ozean der Theologie so irgendwo an der Brandung und dort am Meer gesessen und mit den Förmchen gespielt und kleine Burgen gebaut und sozusagen das Wasser ab und zu mal in den Mund bekommen und geschmeckt, dass es salzig ist und sozusagen mit meinem Löffel dieses Wasser ein bisschen hin und her bewegt und mit den Förmchen gespielt. Also das würde ich von mir sagen, so auf dem Niveau, wo ich war und wo ich weiß, wow, es gibt dieses unglaubliche Meer. Und wenn ich hier irgendwas wissen will, auch was ich hier zum Besten gebe, dann muss ich die Gelehrten bedienen, also die wirklich ganz tief reingegangen sind, die auf den Ozean rausgefahren sind, die die Ferninseln entdeckt haben und die dann dort irgendwo an Land gegangen sind. Aber wenn sie ins Wasser reinhüpfen, schmecken sie genau das gleiche, den gleichen Salzgehalt. Ja, und das ist für mich dann sozusagen der verbindende Gott, auch der da drin steckt. Und da bin ich aber auf diese Hochseeabenteurer angewiesen, die wirklich ja, das große, weite Meer gesehen haben und auch eine Ahnung davon bekommen haben, aber auch nicht alles ganz verstehen können oder werden, weil sie vielleicht nur auf einige Bereiche dieser Ozeane spezialisiert sind oder sich bereist haben und noch nie alles gesehen haben oder nie werden können, weil es so riesig ist und für uns kaum zu ergründen. Aber da bin ich in meinen Erkenntnissen auf diese Leute angewiesen und greife darauf zurück. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu schlaumeierig werde. Aber wenn ich hier sowas anführe, also so von alten Sprachen oder sowas, greife ich auf diese Leute zurück. Ich beherrsche das nicht wirklich. Ich kann mich aber auch gleichzeitig nur wundern, dass ich wirklich total begabte Leute kennengelernt, die super studiert haben, die alten Sprachen alles super beherrschen und dann irgendwo in einer super engen Gruppe irgendwie anstranden da und dann dort jahrelang irgendwie immer nur das Gleiche machen, sich überhaupt nicht weiterentwickeln, super, super schlau sind, müssen sich eigentlich selber vor die Kamera setzen und diese Dinge gut erklären in einer Sprache, die verständlich ist und so weiter. Kann man sich wirklich nur wundern, dass da Leute auch unter ihrer Begabung bleiben, also dass ich hier als so ein Schnitzi irgendwas hier über diese Dinge spreche, das spricht doch auch irgendwie über diesen inneren Verfallsprozess dieser Institution, Kirche, dass ich mich hier hinsetzen kann, über diese Dinge referieren kann, das, was eigentlich Fragen der Leitung an sich sind, der ganz hochgestellten Leute und die das hier eigentlich offen darlegen möchten, müssten und auch mal ein Statement zur aktuellen Situation geben sollten und das bleibt einfach aus, ja, und das ist unfassbar und das bringt mich auch auf die Palme und deshalb muss ich einfach sozusagen auf die Hochseeabenteurer zurückgreifen und hier das zusammenstellen und versuchen darzulegen. Ja, nun gibt es verschiedene schwierige Ausformungen, der wir da aktuell in der Kirche begegnen. Natürlich sind wir grundlegend mal hier auf diesem Kontinent Europa in der schwierigsten Situation der weltweiten Kirche, würde ich sagen, dass hier Europa oder Zentraleuropa irgendwie, Westeuropa, auch Osteuropa, der schwierigste Kontinent ist eben für die Kirche an sich. Da sieht es in Nord-Südamerika
Südamerika wesentlich anders besser aus oder Asien, Südostasien oder ja, Australien und so weiter und im asiatischen Raum. Also es ist ein ganz anderes Bild, was sich darstellt. Afrika, da haben manche Länder in den verschiedenen Konfessionen doppelt, dreimal so viel überhaupt Gläubige und so weiter aus irgendwelchen Ländern, die wir gar nicht kennen in der Regel, als wie hier in Deutschland und so weiter, wo wir doch auch so viel erlebt haben mit dem Thema Kirche und so weiter. Also das ist wirklich irgendwie in dem Erosionsverfallsprozess, so nehme ich das wahr. Und dass ich ja als so ein Schnitzer hier irgendwie über diese Fragen überhaupt referieren kann, das spricht ja auch Bände, ne? Dass da irgendwie so ein komplettes Feld auf ist, wo sich auch keiner so richtig wagt und die es nur wirklich eigentlich müssten und drauf haben, die sitzen in den Elfenbeintürmen völlig weit ab von der Umwelt und haben sich da entfremdet. Und so möchte ich auf drei Problemfelder der Kirche jetzt mal eingehen. Da gibt es zum Beispiel die angepasste Kirche nach dem Verlust des Bezugs zur Umwelt. Da haben sich diese Gemeinschaften und kirchliche Gemeinschaften oder auch Amtskirchen in einem starken Prozess der Anpassung nun versucht, wieder zurück an die Umwelt zu bewegen, aber in einem Prozess der Anpassung, ja. Und um wieder gehört und verstanden zu werden. Und dann kommt man zum Beispiel zu diesen Aussagen, Kirche muss hauptsächlich grün und sozial sein und ist fast identisch mit dem Mainstream bestimmter parteipolitischer Programme. Ja? Also da ist irgendwie kein Unterschied mehr und das ist jetzt sozusagen irgendwie die Theologie. Da fragt man sich ja schon, wenn morgen irgendwie vielleicht unser Staat ein schlechter Staat wird oder so, ja, was machen die denn dann? Ne? Also das hat man ja auch in der NS-Zeit erlebt, also ein wirkliches, echtes Versagen der Kirche, ja, die dann völlig angepasst war. Also ein Problem, ja, die Anpassung, aber die auch bewusst gesucht wird in dem Wunsch der Erneuerung. Ja. Also bei kirchlichen Gemeinschaften natürlich ist das durchaus der Fall und ein sehr beliebtes Modell, um zu versuchen, auf den Weg der Erneuerung zu kommen, die angepasste Gemeinde oder Kirche. Und das ist doch dann oft ein massives Einhergehen, letztendlich mit der Trennung der vorhandenen Mutterkirche oder der vorhandenen Form, was damals eben normal war oder Kirche war, dass es da zu einem massiven Austrittswellen kommt, hat man jetzt ja auch erlebt bei dieser Krise, der aktuellen Krise, dass einfach ganz viele Leute, die es überhaupt noch dieses Vertrauen in die Institution völlig verlieren und rausgehen, austreten, wellenweise, weil ja die Kirche auch keine Antworten bietet, ja, und wie will sie denn auch, wenn sie sich einfach nur völlig anpasst und sich noch als Akteur versteht, da irgendwie die staatlichen Maßnahmen dann gar noch eins zu eins umzusetzen und wenn man dieses Gebäude betritt, als erstes, was einem da begegnet, natürlich dieser ekelhafte Desinfektionsspender, wenn man sich fragt, glaubt ihr eigentlich überhaupt noch, dass der Typ da auferstanden ist und stärker ist wie irgend so eine Scheiße da? Also da sind massive Fragen natürlich und das merken ja auch die Menschen, dass es keine Antworten gibt und nur irgend so einen nichtssagenden Brei zum Teil oder auf der anderen Seite völlige Anpassung irgendwie an den Zeitgeist, was vielleicht auch ein Ausdruck der Verbitterung sein kann, dass man sich eben so völlig anpasst und dann diesen Ernüchterungsprozess erfährt, dass man trotzdem nicht gut genug ankommt. Ja, es geht ja auch da ganz viel um Ankommen, ja. Also ich habe hier in dieser Großstadt Berlin Menschen erlebt, die wollten halt besonders cool sein, auch als Christen, ja, so hip gekleidet oder gut ankommen irgendwie. Und dann geht es dann nur noch darum und irgendwann kann man da auch in einen Prozess der Verbitterung reinkommen, weil man dann irgendwann merkt, ja, ich komme trotzdem nicht gut an und werde trotzdem irgendwie vielleicht als der religiöse Spinner angesehen. Und so sucht man immer wieder weiter nach neuen Formen der Anpassung und so weiter. Es kann dann auch zur Gegenreaktion kommen, dass man eben gar nicht mehr irgendwie versteht, was diese Kirche eigentlich für ein Anliegen hat oder dass man sich völlig davon entfremdet, gar nicht mehr hingeht oder aber, dass der Erneuerungsprozess nach einer Generation schon wiederholt werden muss, weil dann ja die einstigen Innovateure oder die so innovativ waren, dann bereits zur alten Garde gehören und wieder erneuert werden müssen. Letztendlich ist es ein starker Wunsch, gut anzukommen und das beschreibt somit auch das eigene Ich und Ego, was man hier natürlich ausdrückt in gewisser Weise. Ja. Also das ist auch ein bisschen egoistisch, muss man letztendlich feststellen. Dann habe ich als nächstes Problem die Hipsterkirche beschrieben oder ja auch die erneuerte Gemeinde.
Also die angepasste Gemeinde hatten wir und jetzt die erneuerte Gemeinde oder Hipsterkirche. Also man ist ja völlig irgendwie im Lobpreiswahn, im Innovationswahn, im Konferenzwahn. Manche dieser Frommen werden von einer neuen Krankheit befallen, die heißt Konferenzitis. Ja. Eine Konferenz jagt die andere und dann muss ich mich da übelst high fühlen und dann falle ich wieder in so ein tiefes Loch und dann die nächste Konferenz. Solche Typen gibt es ja im Transformationswahn, im Umgestaltungswahn der Gemeindekultur, alles erneuern. Und auch gehört dann oft diese Hipster-Gemeinde eine Generation später schon wieder der alten Garde an den Uncoolen und sie müssen wieder erneuert werden. Und da hatten wir früher andere Leitkulturen, anderen Kleidungsstil, ja, zum Beispiel in den 2000ern. Dann hat sich das jetzt wieder verändert, also es muss immer wieder erneuert werden, da kommt immer wieder eine neue Bewegung. Es erneuert sich immer wieder. Und so geht dieser Erneuerungsprozess, der ja da gesucht wird bei dieser Hipsterkirche, sage ich mal, auch auf Kosten des Inhalts, der inhaltlichen Klarheit. Und somit verliert das Ganze seine geistliche Relevanz. Nirgendwo sonst kann man das so gut beobachten wie in den USA, also in Amerika. Hier scheint die Konzentration auf die amerikanische Kultur mit ihrer Konzentration in sich selbst auf das Glücklichstellen des Individuums längst wesentliche Teile des Evangeliums verdreht, verändert zu haben. Und diese bedürfnisorientierten Kirchen, die sich weitgehend entlang der in der Kultur vorhandenen Feldneeds definieren, also was dort für Bedürfnisse herrschen, was die Leute eben wirklich triggert oder was sie da irgendwie haben wollen, zum Beispiel irgendwie ja, Karriere oder sowas, ja, Geld, Anerkennung, dass sich die Kirche eben auch darauf dann konzentriert und letztendlich Gott irgendwie selbst als so eine Randnotiz des Glaubens gemacht wird oder er irgendwie nur noch so ein ja, Bazar ist, so ein Bediendings, um mich da selbst dann besonders toll zu verwirklichen. Und hier zitiere ich frei nach Francis R. Schaeffer: Zunehmend fehlt es, ja, der Bezug zum Wesen Jesu in seiner Reinheit, also Jesus war jemand, der war rein, ja, oder wird als sündlos beschrieben. Und dieses Wesen soll auch in der Gemeinde zum Ausdruck kommen, zitiere ich jetzt mal nach ihm. Und dieser Absolutheitsanspruch von Gottes Heiligkeit, der in der Gemeinde sichtbar werden muss, deshalb kann sich Gemeinde auch nicht beliebig anpassen, ohne am Ende ihr Wesen zu verlieren. Ja, das ist ja immer noch in Gott begründet, muss man einfach mal konstatieren. Und deshalb gibt es dann auch noch andere Formen von Kirche, also die genau in der Gegenbewegung agieren eigentlich, oder ich es so zumindest zum Teil wahrnehme. Das wäre dann die restaurierte Kirche, also die im Backlash ist, ja, die wieder auf das Alte zurückgeht, ja. Im Backlash waren, also dieser Rückgriff auf das Alte, ja, wieder zurückgucken auf die wirklichen Wurzeln, wo kommen wir her, was ist das für eine Bewegung, oder die da bretthart konservativ sind, also Christsein heißt natürlich besonders bretthart konservativ sein, da sind wir uns ja einig. So funktioniert das eigentlich nicht, ja. Aber die restaurierte Kirche denkt halt ganz stark so. Dann haben wir da auch den Wort Gottes wahn, ja. Da kommt also Gott an, er drückt mir so ein dickes Buch in die Hand und dann sagt er hier, Gott, Kapitel 3, Vers 7 und dann schlag nach und lese. Also keine authentische, echte Beziehung mehr, sondern nur noch so Wort Gottes wahn oder Brettert konservativ. Wir haben natürlich auch Liturgiewahn, Dogmatikwahn, Gebäudewahn, auch Personenwahn, natürlich da auch noch sehr wichtig, hierarchische Ordnung, dann so althergebrachte Modelle und Strukturen und sowas wird dann wieder ja, rekonzipiert, restauriert oder nur eine Fokussierung auf Männer und sowas, ja, weil man ja von der Bibel her kommt und die Frau da nicht so gut wegkommt, aber man das nicht versteht in seinem kulturellen Zusammenhang oder sowas. Natürlich muss man dann auch gut begründen, aber das kann man. Also das fehlt da so ein bisschen und diese restaurierte Kirche hat natürlich dann auch grundsätzliche Probleme. Ja. Hier wird zwar schon grundsätzlich hervorgegangen, weil man fragt sich ja, haben wir den biblischen Weg verlassen und darin sucht man dann sozusagen die Erneuerung. Und
bildet am Ende eine Kirche des vergessenen Details. Das finde ich also eine sehr gute, brillante Beschreibung, die ich von dem Professor Johannes Reimer habe. Ja. Kirche des vergessenen Details, aber ich glaube, er zitiert es auch von jemand anderem. Aber das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Ja. Wie gesagt, dass man dann in diesen Wahn hineingeht, Gotteswahn, Gottesdienst muss ganz bestimmt ablaufen, nach den liturgischen Elementen, Dogmenwahn, ja, Gebäudewahn, Bretthart, konservativ und so weiter. Also das Ganze, was ich aufgezählt habe. Oder eine Kirche des vergessenen Details, das ist jetzt... wir haben irgendwie festgestellt, so nach der Bibel, der Heilige Geist hat zu wenig Raum oder die Anbetung hat zu wenig Raum. Und das müssen wir jetzt eben, dieses entdeckte Detail, jetzt wieder ganz neu auf den Sockel stellen. Und man erwartet in der Wiederentdeckung der vergessenen Details eine Dimension der Erneuerung. Und oft gleichen dann diese gewünschten Resultate dem, was man von jeher kennt oder ist das Ganze drängt auf Spaltung. Ja. Eine weitere Zersplittung, weil diese biblischen Bilder, wie Gemeinde beschrieben wird und so weiter, man kann sie ganz verschiedenst auslegen. Ja. Und da ist der Deutung dann am Ende kein Ende gesetzt und somit kann man immer wieder neue restaurierte Gemeinden regelrecht erfinden oder kirchliche Gemeinschaften, ja gerade natürlich im evangelischen oder auch evangelikalen Raum, natürlich sowas gang und gäbe. Aber auch hier in Berlin festgestellt, dass es katholische Gemeinschaften gibt, die wieder richtig in den Backlash reingehen wollen und alles so machen, wie es früher war oder aus ihrer Sicht eben besonders orthodox und heilig ist. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch traurigerweise, und ich denke, somit ist der Titel auch wirklich gerechtfertigt, das Versagen der Kirche, gibt es auch das vollendete Versagen der Kirche wirklich in sich, wenn insbesondere Leiter völlig korrumpiert sind, also der Theologe Theo Lehmann, der Chemnitzer Pfarrer Dr. Theo Lehmann, der in der DDR gewirkt hat, in besonderer Weise viele seiner Kollegen haben ihn bespitzelt und waren der Stasi zutiefst ergeben und erlegen und standen auf der Gehaltsliste und so weiter. Also das waren tolle Brüder, ein wirklich vollendetes Versagen, das Salz, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz und das Licht der Welt, was dann am Ende nur noch dazu dient, dieses Salz, um es rauszuwerfen und von den Leuten zertreten zu werden, so wie Jesus sagt. Und dann am Ende auch in perversen Ausdrücken seine Ausformung findet, wo Leute ihre Neigungen ausagieren in ihren perversen Gelüsten und ihr völliges Versagen auch der Leiterschaft zum Ausdruck bringen und somit auch ihre Verblendung und Sinnlosigkeit Ausdruck verleihen und völlig verblendet sind. Bonhoeffer sagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ja. Seiner Kirche hält er dann 1944 vor, so war die evangelische Kirche im Deutschen Reich, dass sie sich in diesem Jahr nur der Selbsterhaltung gewidmet hat und darum gekämpft hat. Es war ein reiner Selbstzweck. Ja. Also das beschreibt es doch sehr gut im Kern, dass es da ganz viel um diesen Selbstzweck geht oder man eigentlich das anpeilt, ohne es richtig zu verstehen oder zu merken. Manchmal merkt man es vielleicht tatsächlich oder will das regelrecht, aber das ist ja eigentlich was Trauriges in sich, weil es Kirche ist zum Dienst gesetzt und das will ich versuchen darzulegen. Es geht also nicht um ein bloßes Anpassen, es geht auch nicht um eine Erneuerung oder eine Restauration, sondern es geht letztendlich um die Konzeption als solches. Wenn ein Künstler ein Werk schaffen möchte, dann konzipiert er es neu. Vielleicht in der Anwendung von einem vorhandenen Stil oder von bestimmten Techniken, die immer wiederkehren, aber er konzipiert es neu. Und das ist, denke ich, ein sehr guter Weg, um über Kirche, Gemeinde neu nachzudenken. Und verwende ich diese Begriffe immer synonym, dass man es auch versteht. Ja, es sind ja auch viele verschiedene Zuhörer, die ich natürlich auch irgendwie anspreche, aus verschiedenen Konfessionen, klar. Und ich will das auch noch weiter begründen, warum ich zum Beispiel den Begriff Gemeinde verwende. Deshalb möchte ich diesem Text weiter nachspüren, was die Bibel dazu sagt, versuchen, diese Neukonzeption darzulegen, auszuarbeiten. Ja, nun heißt es hier in diesem
Text des Evangelisten Matthäus, dass sie in die Gegend von Caesarea Philippi kamen. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen einsteigen mit der Auslegung. Sie waren also in dieser Gegend, ganz einfach deshalb, weil es Juden damals verboten war, in diese Stadt selbst reinzugehen. Und das werden wir jetzt noch weiter verstehen, warum das so war. Ja, diese Stadt Caesarea Philippi, die liegt am Fuße des Hermon oder des Hermongebirges. Also das ist der höchste Berg Israels heute. Zumindest haben sie dort diesen Teil annektiert, so sagt man, in Golan und so. Also da haben die auch ein Skigebiet auf 2224 Meter Höhe. Der Berg an sich ist aber 2814 Meter hoch und der höchste Berg Syriens zugleich. Also die teilen sich das mehr oder weniger. Das ist aber massiv wichtig, weil dort eigentlich das ganze Jahr ab einer Höhe von 1800 Metern immer Schnee liegt und das sickert dort ein in dieses Gestein. Wir haben dort Vulkangestein und Sedimentgesteine, so Kalksteine und sowas. Und das sickert dort in den Grund praktisch ein. Und aus dem Hermon, da kommt unten eine Quelle raus, ja. Eine der drei wichtigsten Quellen des Flusses Jordan, der dann auch den ja für Israel so wichtigen See Genezareth speist. Also deshalb weiß man auch, warum die im Sechstagekrieg das da erobert haben oder in den 80er Jahren das dann wirklich annektiert haben. Eigentlich beginnt das Staatsgebiet ein bisschen weiter unterhalb des Ganzen, aber für Israel natürlich überlebenswichtig, dieses Wasser. Und das kommt dort also aus dem Berg Hermon raus. Und dort muss man sich vorstellen, also wenn man mal die Gelegenheit hat, im Internet danach besser zu suchen und sich das genau anzuschauen, da hat über viele Jahrhunderte wahrscheinlich wirklich das Wasser einen riesigen Schlund unten dort am Fuße des Hermons hineingefressen, regelrecht, so einen richtigen Schlund wie eine Höhle, eine fast rundliche Höhle, ein Maul, ja. Und dort hat man dann, was man auch im Alten Testament nachlesen kann, gab es also einen regen Opferkult für den Gott Baal, also was auch sehr kritisiert wird, ja. Der Abfall Israels, ja, wo sie ihren Gott Jahwe verlassen haben und den Baalen geopfert haben und so weiter. Und das war also eine sehr wichtige Kultstätte dort am Fuße des Hermon, wo dieses riesige Maul ist, wo sozusagen das Wasser dort ein Maul in dieses Felsgestein reingeschliffen hat und das Wasser herausgesprudelt kam. Da hat man also einen regen Opferkult entwickelt und ist sogar bekannt, dass man dann Kinder in diese Quelle hineingeschmissen hat, um das sozusagen diesem Baal, ich glaube, es war jetzt so ein Fruchtbarkeits- oder Erntegott, oder es ging irgendwie um ja, das Wohlergehen, das, also die Versorgung, und dass der eben den Menschen gut gesonnen ist, hat man dann auch Kinder geopfert, also sehr grausame Dinge. Und dann haben 300 Jahre vor Christus, da hat Alexander der Große, hat dann diesen Ort dort ja, beschlagnahmt oder ist dann dorthin gekommen. Und dann haben die Hellenisten dort eine Opferstätte errichtet für den Gott Pan. Ja. Die haben also den Baalskult direkt abgelöst und für den Gott Pan, also das ist ein Ziegengott, ja. Und das war 332 vor Christus, wo Alexander der Große diesen Kult für den Gott Pan dort etabliert hat. Und man hat dort ein Heiligtum zu Ehren des Gottes Pan direkt errichtet. Ja, und das Heiligtum für den Gott Pan hat dann auch allmählich die Besiedlung des Ortes nach sich gezogen. Der Ort heißt heute Banias, was aus dem griechischen Paneas dann im Arabischen dann im Laufe der Zeit geworden ist. Also es hat sich dann über verschiedene Sprachen wahrscheinlich dann hin zum Arabischen, zu Banias entwickelt, weil das immer so ja, durch die Hellenisten, also die Griechen, dann die Hauptbezeichnung war Paneas. Ja. So war das im Volksmund gebräuchlich, auch zur Zeit Jesu. Aber warum heißt die Stadt jetzt Caesarea Philippi? Also nach Herodes, dem
des Großen, nach seinem Tod wurde ja sein Königreich unter drei seiner, also er hatte viele Könige, es war ein richtiger Clan der Herodianer und unter drei Söhne wurde das eben aufgeteilt dann nach dem Tod Herodes des Großen und der nördliche Teil und eben auch der Golan ging an Philippus, ja, der Paneas zu seiner Hauptstadt machte im Jahr 3 oder 3 bis 2 vor Christus. Herodes ist 4 vor Christus gestorben und kurz danach dann sein Sohn dort oben hat dann diesen Teil bekommen, sozusagen dieser ehemaligen Herrschaft von Herodes des Großen. Und die sind auch bestens vernetzt mit den Römern, die wurden sogar in Rom sozialisiert, also dieser Philippus. Und die Stadt baute dann dort auch mehr oder weniger mit auf. Und dieses vor dem Kultbereich liegende Plateau, dort wird halt, ja, werden weitere Dinge errichtet und so weiter. Und er nennt diese Stadt in Caesarea Philippi um. Also Caesarea, das ist eben der Rückschluss auf den Kaiser, ja, mit Augustus begonnen. Und dann haben wir schon den nächsten Kaiser, Tiberius, das ist ein Adoptivsohn von Augustus. Und nach ihm ist halt diese Stadt benannt, also nach dem Cäsarentitel und zu Ehren von Kaiser Tiberius. Und dass man sie von Caesarea Maritima unterscheiden kann, nennt er sie Caesarea Philippi. Also Caesarea Maritima, das war die Stadt am Mittelmeer, eine sehr, sehr wichtige Stadt für die Römer, um Israel zu kontrollieren, wo sie dann 70 nach Christus, nach der Zerstörung von Jerusalem, immer dort residieren, also die römischen Prokuratoren, die sozusagen das Land dort okkupiert haben, kontrollieren das von Caesarea Maritima aus. Und Caesarea Philippi ist also weiter oben und weiter im Land am Fuße des Hermon. Nicht, dass man die beiden verwechselt, weil die ja auch im Neuen Testament vorkommen. Und Caesarea Maritima wird in der Regel nur Caesarea genannt. Ja, also hat diesen Zusatz Philippi hinzugefügt. Und im Alltagsgebrauch bleibt aber wirklich dieser populäre, von den Griechen gebrachte Ortsname Paneas bestehen, dem Gott Pan gewidmet. Und in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, da, nachdem dann Philippus gestorben ist, übernimmt das Ganze 34 nach Christus Herodes Agrippa II. Und er baut diese Stadt weiter aus und baut dort eine Akropolis, also noch einen neuen Tempel für den Gott Pan und seine Nymphen. Also Pan wird ja auch als dieser wollüstige Gott beschrieben, der also regen Geschlechtsverkehr ausübt. Und da hat sich ja auch in Pompeius, als man dort Ausgrabungen gemacht hat, haben die ersten Ausgrabenden ihren Augen nicht getraut, dass wie Pan dargestellt wird, in also wirklich Geschlechtsakten mit Tieren und sowas. Und das hat man dann sehr lange auch verschlossen und zurückgehalten, solche Skulpturen, weil man die Antike so nie eingeschätzt hatte, aber da ging es richtig krass ab. Und die zweite Akropolis oder dieser zweite Tempel war dann Zeus gewidmet, ja, der dort stand, also neben diesem Maul, wo das Wasser aus dem Hermon herauskam, daneben stand also das Heiligtum des Pan und dann noch dieser Zeus-Tempel. Wahrscheinlich hat man das eben wirklich zur Zeit Jesu dann errichtet, oder es war gerade im Beginnen zu errichten, als Jesus gelebt hat. Auf jeden Fall war dort schon ein reger Betrieb und die ganze Stadt ausstaffiert wurden mit Gebäuden und so weiter. Ja, zur Wasserversorgung der höher gelegenen Stadt hat man sogar noch ein Aquädukt errichtet, also im Stil der Römer. Die Öffnung der heutigen Quelle hat sich weiter nach unten verlagert. Wie das genau kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dieses riesige Loch, was in den Felsen reingeschnitten ist, wie ein Torbogen, ein unheimliches Maul, eine richtige Höhle, eine Höhle mit Wasser gefüllt, also so eine richtige große Quelle. Und die Griechen, das ist jetzt ganz wichtig, glaubten, das ist das natürliche Haus des Gottes Pan, denn dort war natürlich ein reges Gewächs und Pan ist ja so ein Feldgott und deshalb wurde dann dort dieser Opferkult mit den Ziegen etabliert und ein Opferkult etabliert für Pilger, also die dorthin kamen. Die Juden waren es ja offensichtlich nicht, also müssen es Leute irgendwie aus der Nachbarschaft, aus den umliegenden Ländern gewesen sein oder einfach die keine Juden waren und die dort eben durch die Römer zum Beispiel hingekommen sind oder durch die Herodianer.
eingeladen wurden und einfach andere Volksgruppen, die dann dort geopfert haben, weil wir ja auch ganz am Rand von Israel sind. Sozusagen gab es da auch noch ein weiteres Einzugsgebiet von Menschen. Ja, was man mit Pilgern dann richtig betrieben hat, um auch Geld zu verdienen, denn es gab dort einen riesigen Ziegenmarkt in Paneas, in dieser Stadt, die dann Caesarea Philippi heißt. Und dann musste der Pilger mit einer Ziege in Richtung dieses geöffneten Mauls gehen. Und wahrscheinlich stand dort, zumindest habe ich das in Rekonstruktionsbildern gesehen, wie diese Stadt ausgesehen haben soll, so eine Reihe von korinthischen Säulen, die sozusagen den Weg zu diesem geöffneten Maul, wo man also glaubte, dass dort der Gott Pan wohnt, diesen Weg weist. Und dann musste der Pilgerer praktisch seine Ziege dort vor diesem Maul schlachten. Ja, also da war alles voller Blut. Dann schlachtet er seine Ziege und dann muss dieser Ziegenkörper dort in die Quelle reingeschmissen werden. Und wenn sozusagen der Ziegenkörper sofort dann absinkt auf den Grund, ist es das Zeichen dafür, dass der Gott Pan eben dieses Opfer angenommen hat. Und wenn die Ziege nicht absinkt, dann darf der Pilger nochmal von vorne anfangen. Und der ganze Prozess wiederholt sich endlos, so lange, bis die Ziege eben sofort absinkt. Das hängt wahrscheinlich mit Luft in der Lunge zusammen. Und wenn das Viech nicht richtig gekillt hat oder angestochen hat, dann zieht die wahrscheinlich kein Wasser rein. Und dann kann eben sowas vorkommen, ja. Also so hat man sehr viel Geld verdient offensichtlich. Ich weiß nicht genau, wie viel eine Ziege zur damaligen Zeit gekostet hat. Ich weiß, dass ein Ochse oder ein Rinderochse sozusagen 300 Denare gekostet hat. Also ich vermute, so eine Ziege hat vielleicht einen Wochenlohn gekostet, vielleicht 7 bis 20 Denare oder so, 1 bis 3 Wochenlöhne vielleicht. So könnte ich mir das vorstellen. So ähnlich wie ein Schaf. So in dieser Preiskategorie, also es war jetzt nicht wenig, das muss also die Mittelschicht gewesen sein, die dorthin geht, die auch genügend Geld im Portemonnaie hatte, wenn dieser Prozess also immer weiter lief. Und ob es dann dort am Ende Schuldsklaven gab, das kann ich nicht sagen, aber es ist denkbar, ja, dass dann auch Leute, die nicht mehr bezahlen konnten, weil diese Ziege nicht abgesunken ist, also vielleicht gar versklavt wurden oder dann dort irgendwie in dieser Stadt dienen mussten oder festgehalten werden mussten. Und die war ja auch mit einer Stadtmauer gesichert und sozusagen auch ein wichtiger Herrschaftsbereich von Philippus, der dort begonnen hatte. Und somit waren dort sicherlich auch militärische Einheiten und Kräfte stationiert, wo man dann keinen Spaß verstanden hat, wenn dort einer abhauen wollte. Also deshalb gingen dort die Juden auch nicht hin, weil man sicherlich auch gezwungen wurde, wenn man diese Stadt besuchen betreten wollte, dass man dann am Opferkult des Pan einfach aus gutem Ton teilnimmt. Aber das hat eine Menge Geld gekostet. Ja. Genau. Deshalb wird auch deutlich, sie waren nur in der Gegend, ja, von Caesarea Philippi, denn jeder wusste, was dort abgeht und somit konnten sie dort gar nicht eintreten. Ja. Sie wären dort nicht reingekommen, weil das sozusagen ihre jüdischen Freunde nicht verstanden hätten und sie vielleicht ausgestoßen worden wären oder sie dort zu Dingen gezwungen worden wären, die sie nicht hätten tun wollen und die absolut tabu für die Juden waren. Ja, und warum kommen wir jetzt auf diesen abgefahrenen Begriff eigentlich die Pforten der Hölle? Und zwar war das eigentlich der Begriff, den die Bevölkerung diesem Ort gegeben hat. Ja, das war so ein wirklich geflügeltes Wort, weil dort war alles voller Blut. Ja, vor diesem geöffneten natürlichen Maul dieser Quelle war alles voller Blut, wo eben diese Opfer der Ziegen stattfand. Und dann wurden die ja da reingeschmissen von immer wieder neuen Pilgern oder einem regen Betrieb, eine richtige Warteschlange. So muss man sich's vorstellen. Und hat man die da reingeschmissen, alles voller Blut. Und weil das ja so da rauskam, dann praktisch blutendes Wasser, hat man dann diese Vorstellung gehabt, das ist wie die Pforte der Hölle oder der Eintritt in den Hades, ja. Und das war also ein wirklich geflügeltes Wort. Deshalb gingen die Juden da auch nicht hin, ja, weil sie eben verstanden haben, von alters her der Baalskult und dann diese Pforten der Hölle. Und damit wollen sie also nichts zu tun haben. Also so heilige Abgrenzung, ja, bloß da nicht hingehen. Genau.
Und das hatten ja die Griechen schon 300 Jahre zuvor begonnen. Also man hat es dort, das hat sich richtig eingeschliffen, wurde von Generation zu Generation, wusste das praktisch jedes Kind, was die Pforten der Hölle sind. Das ist einfach dieses Maul dort, wo die wichtigste Quelle des Jordan herauskommt in Caesarea Philippi. Und somit kann Jesus das natürlich wunderbar aufgreifen und hier sozusagen dem Petrus ein erklärendes Wort geben, was er verstanden hatte. Ja. Genau, er spricht ja in einem Bild, wie das ein Fischer zu verstehen hatte. Also diese Worte, die passen nur in die Kulisse, ja, die wir hier gelesen haben. Ja. Dass es dort um die Pforten der Hölle geht, die da beschrieben werden. Das ist also dieses Maul. Ja. Das geht nur in dieser Kulisse. Auch die Worte, die zu Petrus gesprochen werden, können nur aus diesem Hintergrund verstanden werden, ja, von dieser Kulisse. Vermutlich haben sie auf einem Hügel irgendwo ein bisschen abseits gesessen, dahin geschaut und konnten dieses ganze rege Treiben wahrnehmen, was dort an diesem Hermon stattfand. Ja. Also, weil da lief auch ein lautes Orchester, vor dem ständig männliche und weibliche Ziegen zu tanzen hatten, die wirklich angeregt wurden, wahrscheinlich auch zum Geschlechtsverkehr eben durch dieses Orchester. Dann waren dort die Tempel und wirklich ein Riesentramborium und anstehende Pilger und so weiter und ein riesiger Ziegenmarkt. Also dort wird es etliche Gerüche gegeben haben, dort wird es Leute gegeben haben, die geflügelt über diesen Ort gesprochen haben und man wird es auch von weit her schon gehört haben, was dort abging. Weil sich der Schall auch nach unten zum Beispiel ausbreitet. Also wenn sie da hingegangen sind und das liegt ein bisschen höher, könnten sie schon dort dieses Orchester gehört haben und dieses Schallende. Sie sind halt nicht durch die Stadtmauer reingegangen. Sie waren nur in der Gegend und konnten dorthin schauen, ja, und haben also auch diesen hohen, wirklich für Israel hohen Berg dort gesehen. Also ein massives, eine massive Felserhebung, die sich da aufbaut. Und das konnte man also alles gut einsehen, wenn sie dort in diese Gegend hineingegangen sind, von Caesarea Philippi aus Israel kommend. Die Juden gingen dort nicht hin, aus Heiligungsgründen. Und das ist letztendlich ja, eine Abgrenzung und vielleicht auch ein falscher Weg, denn die Juden haben eher so eine Vorstellung des Zentripedalen, also wo sozusagen aus der Peripherie zum Zentrum hin etwas wirkt. Und so haben sie auch das theologisch verstanden, ja, so ein heiliger Magnetismus. Die anderen sollen zugucken, wie heilig wir sind. Und die Nachbarn sollen ihm zugucken. Und wir gehen nicht zu ihnen hin und wir missionieren auch nicht. Denn ein Jude ist man durch die Abstammung von der jüdischen Mutter. Und so haben sie eine zentripedale Vorstellung, so einen heiligen Magnetismus, üben diese Anziehungskraft aus. Und damit verbindet sich natürlich auch eine scharfe Abgrenzung. Und wir sehen eigentlich, wie Jesus das völlig umdeutet, ja, weil er geht ja dahin und gibt seinen Jüngern dort eine Erklärung, wie das, was er gerne hätte, es gibt über diese Äußerung, was wir nun als Kirche oder Gemeinde bezeichnen, nur zwei Stellen und das in den Evangelien, und das ist hier bei Matthäus, Kapitel 16, wo wir jetzt gerade gelesen haben, und Kapitel 18, nur zwei Stellen, und das ist also sehr, sehr spannend, dass er dort mit ihnen sozusagen in diese Gegend von Caesarea Philippi geht. Die Pforte hat natürlich auch eine defensive Bedeutung in der Antike. An der Stadtmauer ist die Pforte besonders bewacht und dient auch zur Abwehr, dass dort nur Leute reinkommen, die auch rein sollen. Und sonst ist es ein defensives Gebilde auch. Und die Ekklesia, worauf ich später noch genauer eingehen werde, steht hier sozusagen in der Konfrontation auch mit dieser Pforte der Hölle. Und darauf fokussiert das Jesus auch in gewisser Weise, weil sie von ihrem Wesen her nicht zentripedal ist, sondern extrafokal. Also von einem Mittelpunkt aus eher nach außen wirkend, so beschreibt er dann auch diese Sendung. Ja. Deshalb sucht sie regelrecht diese Nähe oder sie kann gar nicht anders, dass sie immer wieder dort ranklatschen wird, ranknallen wird. Denn das Imperium agiert seine Macht korrumpiert aus. Und davon ist Caesarea Philippi ein Beispiel. Die Herodianer sind eng verwoben mit den Römern. Die Römer sind das amtierende Imperium dieser Zeit, also die mächtigste Macht, die es dort in der Welt sozusagen aktuell gibt.
Und Jesus sieht das ganz klar, indem er hier einen starken Gegensatz aufmacht zur Ekklesia und den Pforten der Hölle. Denn die Akropolis wurde dort errichtet von den Herodianern. Also Akro, der höchste Punkt, und Polis, die damalige Stadt, Akropolis. Und die Stadt war natürlich ein wichtiger politischer Ausdruck oder ein wichtiger politischer Rahmen. Und in diesem Rahmen tun also die Römer ihre korrumpierte imperiale Macht ausagieren. Und die Gemeinde ist aber so gesetzt, dass sie der Stadt Gutes sucht, ja, weil die haben ja die Pilger ausgebeutet. Und natürlich kommt hier auch zum Ausdruck, das Böse ist schlicht banal, so wie Hannah Arendt sagt. Und die Pforten der Hölle, die wurden ja immer wieder geöffnet, also bildlich gesprochen. In der Geschichte haben wir das immer wieder erlebt, dass das Böse sich regelrecht Bahn gebrochen hat. Und dafür ist es natürlich auch ein mächtiges, massives Bild. Aber das Böse kann letztendlich nur korrumpieren und niemals erschaffen. Es kann nicht gestalten, sondern immer nur korrumpieren und verdrehen. Ja. Also das ist ein Ausdruck des Bösen und dieser Banalität auch des Bösen. Und somit öffnet es komplett die Flanke für das Gute. Das Böse, das bleibt immer immanent. Ja. Es bleibt immer auf das Irdische bezogen, hier im Jetzt. Ja. Und das Gute hingegen drängt immer auf Transzendenz. Ja. Also es geht über sich selbst hinaus. Das hat eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Tiefe. Auch wenn alles andere sozusagen böse und korrumpiert ist, ist das möglich, weil das Böse immer die Flanke für das Gute öffnet. Ja. Und das kann es nie unterdrücken. Ja. Und auch in der Verdrehung oder im Orwellschen Neusprech, ja, kann das Böse, das Gute nicht korrumpieren, weil es immer auffliegt am Ende. Hat sich auch in der Geschichte immer gezeigt, dass am Ende immer wieder das Gute durchblitzt und siegt. Ja. Und das Böse, das kann nicht lieben, es ist unfähig dazu, es kann nur zerstören. Ja. Es geht selbst unter, das Gute siegt immer. Und die Pforten der Hölle, die deuten auch auf die Bedeutung des Torbogens in der israelitischen Kultur hin und im Alten Testament im Allgemeinen. Lesen wir nur den Psalm 121, ja. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, ja. Was ist damit gemeint? Dein Außeneingang durch das Stadttor, ja. Und was wurde im Stadttor praktiziert? Zum einen gehen dort alle durch, aber andererseits sitzen dort auch die Ältesten, ja. Und die Ältesten hatten nun mal die Funktion, im alten Israel, im Alten Testament, Recht zu sprechen. Und das findet im Stadttor statt. Ja. Also dieser Ort hat mächtige, wichtige Bedeutung. Und dort ist so eine richtig aufgeladene Portion mit drin. Im Stadttor sitzen die Ältesten. Sie stehen auf dem Boden der Tora. Und auf dieser Grundlage sprechen sie das Recht in Gottes Willen. Ja. Und die korrumpierten Tore, Stadttore oder Pforten der Hölle oder der Zutritt zum Hades, sozusagen, die dort sitzen und korrumpiert sind, die werden das Gute und die gute Ekklesia, die gesendet ist in Gottes Namen, nicht überwinden können. Also das ist ja mal eine hammerharte, krasse Botschaft. Also Juden konnten das super nachvollziehen, was Jesus hier sagt. Und wenn wir Bonhoeffers Lied hören, auch von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Da merkt man so richtig, wie das mitschwingt bei dem Theologen Dr. Bonhoeffer, Dr. Dietrich Bonhoeffer, wie das dort mitschwingt, sozusagen diese Auslegung des letzten Satzes von Psalm 121. Also er behütet deinen Aus- und Eingang am Abend und am Morgen, ja, und an jedem neuen Tag, könnte man jetzt noch hinzufügen. Vielleicht so die Auslegung von Bonhoeffer, ich stelle mir das so vor, ja, dass er dort den Psalm 121 auch so vor Augen hatte und das jetzt in einem zeitaktuellen Lied, der also für seine damalige Zeit vielleicht deutet, er behüte deinen Außeneingang, denn dort wird dir Recht gesprochen, weil was war denn in der NS-Diktatur das riesige Problem, ja? Dass er zum Beispiel willkürlich weggesperrt wurde
und eingekerkert und dann sogar umgebracht wurde, dass also die Herrschaft des Rechts außer Kraft gesetzt ist. Ja. Also das Kennzeichen einer jeglichen Diktatur, einer vollendeten totalitären Herrschaft ist das Außerkraftsetzen des Rechtes. Ja. Und deshalb ist das Gericht Gottes am Ende auch mit Freude verbunden, was wir erwarten, was getrost kommen mag, denn Gott wird Recht schaffen. Ja. Es geht hier bei dem Begriff der Pforten der Hölle also auch um die Entscheidungsgewalt des Bösen und was dem Bösen Legitimation zuspricht. Ja. Also das ist eigentlich so auch eine Beschreibung dieser Pforten der Hölle und des Bösen. Und bei den Nationalsozialisten sehen wir zum Beispiel, dass die Machtergreifung auch für sie ein komplizierter Akt im Grunde genommen war, weil es für sie darum ging, auch die Herrschaft des Rechts außer Kraft zu setzen, dass sie alles, was sie wollen, durchsetzen können. Ja. Ein Kriterium einer jeglichen Diktatur, das sagen manche, es gibt so 6 oder 10 Schritte, dass ja die Herrschaft des Rechts außer Kraft setzen, ist der schwierigste Schritt und die Vollendung aller anderen vorangegangenen Schritte. Ja. Und Jesus legt hier somit auch den Finger in die Wunde und ja, schlussendlich beschreibt er auch das Imperium und das hat ihn letztendlich ja auch hingerichtet, dieses Imperium. Nach heutigen Maßstäben ist jede erkennbare Militärdiktatur, also jede offene Militärdiktatur, die man als solche erkennen kann, auch faschistisch. Nicht weniger als diese harten Ausdrücke passen auf das Imperium Romanum, eine Militärdiktatur, die ihre Macht ausagiert. Werden wir uns der Tragweite bewusst, wie schlimm das Imperium seine Macht ausagiert hat? Ja, wir haben über verschiedene Schritte zur Machtergreifung gesprochen und dass es am Ende die Herrschaft, ja, das Recht außer Kraft gesetzt wird. Das sind die Pforten der Hölle, ja, die die Entscheidungsgewalt übernommen haben, die korrumpieren, die nicht erschaffen können, aber die vorhanden ist, korrumpieren und zu ihren Gunsten umdeuten, wenn man so will, im Orwellschen Neusprech, aber auch ja, böse Entscheidungen treffen. Und das ist also die Vollendung und Zusammenfassung aller vorausgehenden ja, Machtergreifungsschritte, das Recht auszuhebeln. Und Erik Voegelin, also das war ein großer Mann der Totalitarismusforschung, der postuliert außerdem noch eine unumstößliche Wahrheit, in der Regel auch naturwissenschaftlich, die dann auch dazu dient, um alle Maßnahmen zu begründen. Also herzlich willkommen in der heutigen Zeit. Ja. Das war in der Sowjetunion der dialektische Materialismus und es war in der schrecklichen NS-Diktatur die Eugenik, die also wissenschaftlich begründet war, die Eugenik und der dialektische Materialismus, um alle Maßnahmen zu begründen. Das ist auch ein wichtiges Kennzeichen einer jeglichen Diktatur oder die es werden möchte. Ja, die Ekklesia steht also den Ausformungen des Bösen konfrontativ gegenüber. Einfach, das ist in ihrem Wesen begründet, weil sie extra fokal aufgestellt ist. Ja. Deshalb geht Jesus auch nach Caesarea Philippi dahin, um das zu verdeutlichen. Also eine neue theologische Dimension. Ja. Christus geht in die Sendung. Ja. Er ist in die Welt gesendet. Und so wie er, also er unser ultimatives Vorbild und nicht nur das Vorbild, sondern auch der Herr, also der über allem steht. Und diese theologische Deutung ist ultra spannend und hat eine weitreichende Relevanz. Und wenn wir uns das angucken, also so weit hergeholt ist das ja in der damaligen Zeit nicht. Ja. Denken wir mal an das Pantheon. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Gott Pan zusammenhängt, aber das ist der größte Bau in Rom. Unter Augustus in einer kleineren Form begonnen und dann später unter Kaiser Hadrian, also im 2. Jahrhundert dann vollendet. Das ist eine riesige, freitragende Kuppel, also im Zentrum von Rom, wenn man so will. Sehr wichtig für alle Gottheiten. Das Pantheon war 1700 Jahre wirklich der größte freitragende Bau der Welt, also ein Bau der Superlative, was natürlich auch ein
Bild, ja, der ideologischen Idee und Superherrschaft des Imperiums ausdrückt, dass es mit der religiösen Macht in Verbindung stand, ihre Macht nach außen, die sie politisch ausgeübt haben, aber auch die Verehrung der Gottheiten, die nun in Caesarea Philippi dort so massiv herausgeübt wurde mit der Verehrung des Gottes Pan über Jahrhunderte und im Rom, römischen Zentrum sozusagen dieses Pantheon auch zu finden ist als ein wirklicher krasser Ausdruck des Imperiums und dann über 1700 Jahre die größte freitragende Halle der Welt sein sollte. Also die haben dort tatsächlich massiv krasse Dinge der Superlative geleistet in diesem damaligen Imperium, was also nicht von der Hand zu weisen ist und wofür das Pantheon ein richtig krasser Ausdruck ist, eben auch dieses Zusammenfügen dieser ideologischen oder sagen wir religiösen Dinge mit der Macht, ja, die dort zum Ausdruck kommen und dann auch zum Beispiel in den Großideologien des 20. Jahrhunderts ja in so einer ähnlichen Form wiederzufinden sind, auch ja, Gebäude der Superlative oder große Statuen und so weiter, Zentralismus und Ideologie, was da so ineinander auch greift mit der Architektur dann regelrecht und ja ihre Haltung zum Ausdruck bringt, was man in den Imperien oder Diktaturen immer wieder beobachten kann. Und der Kaiser selbst, also der Pontifex Maximus, steht dem Ganzen vor, den verschiedenen Kulten, eben auch dem Panskult oder dem Gott Pan eben und diesen ganzen verschiedenen Kulten. Er ist der Pontifex Maximus, ja, der oberste Priester, was mit Augustus begonnen hatte und Kaiser, politische Einheit und der Erlöser oder Führer waren eine Person. Ja. Also politische und religiöse Dimensionen waren ineinander vereint und da haben wir natürlich auch ein Führerprinzip, was dort deutlich erkennbar ist, ja. Was also auch in seiner Ideologie natürlich das Ganze ausagiert. Wir sehen also hier in Caesarea Philippi einen Ausdruck des Imperiums, auch der Ideologie, die natürlich damals immer religiös beschrieben war. Ja. Also da gibt es diesen Wissenschaftskonsens nicht, sondern es ist ja eine ideologisch-religiöse geistliche Deutung. Und das ist also faszinierend, wie Jesus das aufgreift. Von daher ist das total relevant und da hinein platziert er die Ekklesia in den Herrschaftsbereich des Imperiums, also der größten, krassesten Macht, die es zur damaligen Zeit überhaupt gibt. Und dort tut er sozusagen die Ekklesia hinein kontextualisieren, ja, dass sie also dem gegenübersteht und immer auf einen Konfrontationskurs hinauslaufen wird, weil das Imperium oder die Pforten der Hölle das Böse ausagieren, aber die Ekklesia sozusagen die Pforten des Gutes, des Guten symbolisiert, weil das Böse die Flanke für das Gute komplett öffnet und es selbst nicht ausdrücken kann. Dafür ist die Ekklesia also gesetzt. Also sie hat eine unfassbare Verantwortung nach dieser Stelle und so wie ich es hier deute, hat sie weitreichende Verantwortung und also steht im Inbegriff, dieses wahrzunehmen, ja, oder ist herausgefordert, es wahrzunehmen. Und mit den Statuen sind natürlich auch rhetorische Figuren verwendet, dass das sozusagen ein Teil herausgegriffen wird der Stadt, der auch für das Ganze steht. Ja. Also dort geht es um ein Prinzip, ja, ein Herrschaftsprinzip, ein Ausagieren der Ideologie des Imperiums. Also das steht eigentlich dahinter und das tut Jesus mit so einer rhetorischen, starken Figur zum Ausdruck bringen, die auch die Juden in seiner Zeit verstehen konnten. Sprachwissenschaftlich ist man sich also heute in der Bibelwissenschaft, so habe ich das herausgefunden, einig, dass also Petrus tatsächlich gemeint ist, der mit diesem Fels oder Stein beschrieben wird, ja, dass also wirklich die Person des Petrus gemeint ist. Da gibt es natürlich verschiedene andere Auslegungen. Er ist im besten Sinne primus inter pares, also der erste Bürger untergleichen. Also er repräsentiert das Ganze so ein bisschen nach außen, steht aber für den Rest auch gleichzeitig da. Ja, Jesus tut hier in eine Person investieren und wir wissen auch so aus verschiedenen Bereichen der aktuellen Wirtschaft oder so, dass Personen auch immer Visionen verkörpern. Das können wir auch in verschiedenen Kirchen natürlich sehen, dass besondere Leader oder Leiter, besonders wichtige Köpfe natürlich auch Visionen verkörpern und das auf eine Gruppe übertragen können. Und so sehe ich das auch ein bisschen bei Petrus.
dass er so ein Leader ist, ja, wie er auch beschrieben wird mit diesen hin und her schwankenden Emotionen manchmal, also dass der irgendwie auch so ein bisschen ein schwieriger Typ ist, aber offensichtlich auch ja so eine Rampensau, also die immer diese Action sucht irgendwie und immer so vorprescht, ja, und das sieht Jesus eigentlich und nimmt diesen Anteil irgendwie auch auf und tut es aber transformieren und heiligen, wenn man es mal fromm ausdrücken möchte, und ihm dort diesen ultimativen Auftrag geben, den man natürlich aber nicht überziehen sollte. Später, als die Kirche dann immer dominanter wurde und sozusagen die Römer dann da abgelöst hatte, wurde ja der Papst dann selber zum Pontifex Maximus. Also das weist in die gleiche Richtung eigentlich, die ungesund ist. Und das hängt auch ganz viel mit dieser Struktur eigentlich des römischen Imperiums zusammen. Von daher bin ich dort auch ein bisschen zwiegespalten und bin jetzt da kein großer Papstanhänger, wenngleich ich diesen Mann natürlich als eine sehr wichtige Persönlichkeit wahrnehme und auch die Vorgänger immer wieder auch gute Dinge von sich gegeben haben, die zu hören sind. Ja. Aber weil Jesus hier eigentlich so in diesen Ausdruck des Imperiums hineingrätscht und dort sein Konzept von Gemeinschaft mit hineinplatziert und sein Konzept, was der Welt Segen bringt, wenn er nicht mehr da sein wird, ja, stellt es in diesen politischen Zusammenhang eigentlich mit hinein. Von daher ist er aus meiner Sicht auch der politische Jesus und die Politik Jesu. Seine Worte drängen auf Transformation und wenn man sie wirklich zu Ende denkt, dann ist die Ekklesia in seiner Botschaft geistlich und sozial. Sie schafft Recht und das untermauert er durch sein Kreuz und er steht allen Diktaturen dieser Welt entgegen. Er ist ihnen sprichwörtlich ein Stachel im Fleisch. Und somit möchte ich im Besonderen auf die Ekklesia zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat. Also das ist das Wort, was sozusagen im Original steht, aber ich habe mir das von den Leuten, die es wirklich können und verstehen, natürlich abgeschaut. Aber im Original steht dort Ekklesia und ich kann schon mal vorwegnehmen, man kann es nicht als Kirche eigentlich übersetzen, sondern das ist schon Deutung. Ja. Das ist schon Auslegung im Speziellen. Kirche ist eigentlich ein sprachlich ein ganz anderer Begriff, sondern die Ekklesia bezeichnet die Gemeinde oder wenn man es richtig übersetzt, ist es Versammlung oder Gemeinde. Gemeinde würde ich der Versammlung vorziehen aus verschiedenen Gründen. So, aber müssen wir erstmal auf den Felsen noch kurz zu sprechen kommen. Also mit dem Felsen, das ist eine schwierige Sache, aber es passt auch so wunderschön am Ende in die Deutung für die Ekklesia hinein. Ja, der Fels, da gibt es also verschiedenste Vorschläge. Im Grunde genommen wissen wir es nicht mehr so genau, welche sprachliche Konstruktion Jesus damit wirklich ausdrücken wollte, dass er Petrus als den Fels beschreibt. Wahrscheinlich wurden die NT-neutestamentlichen Texte zuerst in Aramäisch abgefasst und weil das dann eine größere Leserschaft genießen wollte, so in diesem Imperium, ging das dann auch in andere umliegende Länder und Mittelmeerraum und so. Und da hat man eben die Lingua Franca Griechisch gehabt, deshalb hat man das dann ins Griechische übersetzt. Wir merken das heute noch an aramäischen Begriffen, am Kreuz, ja, wo Jesus aramäisch zitiert wird, im Originalton sozusagen. Da merkt man noch, okay, das wird irgendwie mal anders abgefasst. Oder auch hier an dieser Stelle, wo manchmal das Kephas auftaucht, also ein aramäischer Begriff. Ja. Und im Griechischen aber das mit Petros wiedergegeben wird. So vermutet man also, dass das im Aramäischen noch ein bisschen vielleicht deutlicher war oder ja, dort die Ausgangssprache war, dass man dann ins Griechische übersetzt hat und dann auch eine andere Kultur sich damit verbunden hat und das dann in das Hineintragen in andere Kulturen man das nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, was da Jesus vielleicht mit genau angerissen hat. Deshalb muss man da auch vorsichtig sein, dass man es nicht überstrapaziert, wenn man Jesus gerne als den Fels hätte oder als diesen massiven Berggestein, wie auch immer. Also zur Bedeutung vom Aramäischen her steht dort Kepha und im Griechischen wurde das übersetzt mit Petra. Das meint aber wirklich nicht einen umfassenden, massiven Felsen, der unbeweglich ist, sondern eher einen Stein, einen. Und hatte auch noch eine innere Bedeutung, ja, dieses Wort. Also das ist spannend in dieser
Ausgangssprache oder Ursprache im Aramäischen und so weiter, hatte das für die Leute damals noch eine umfassendere Bedeutung oder so einen inneren Sinnzusammenhang, also dass dieser Stein ein Stein bezeichnen konnte, einen Klumpen, eine Wölbung oder gar einen Edelstein, ja. Etwas Rundes einfach, einen rund geformten Stein, eher einen kleineren Stein. Also das steht wahrscheinlich im Original. Da habe ich mir einiges zu durchgelesen, da wird natürlich heiß diskutiert. Ja. Man sollte erstmal nicht davon ausgehen, dass der Felsen gemeint ist, also ein großer Berg, massives Felsgestein oder so, sondern dass dieser Felsen, auf den er seine Gemeinde bauen würde, dass dort im Original tatsächlich ein Stein gemeint ist, der die innere Bedeutung noch mit sich trägt, eines runden, balligen Klumpens, einer Wölbung oder eben auch eines schön rundlich geformten Edelsteins und so weiter. Und der Eigenname Petros oder wie es halt im Deutschen dann Petrus heißt, da steht ja Petros im Griechischen, beschreibt eigentlich von der ursprünglichen, hauptsächlichen Bedeutung auch einen Stein, kann aber auch ja einen beweglichen Felsblock meinen, eher auch so im kleineren Format. Und die Sonderbedeutung wäre dann ein massiver, großer Felsen. Aber das ist die Sonderbedeutung ja, von Petros, also dieser Eigenname von Petrus, den hier Jesus da eben verwendet. Und da können wir also nicht davon ausgehen, dass wirklich er als der Fels beschrieben wird, sondern eher als ein Stein. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen kurios. Oder von daher wissen wir auch nicht mehr so richtig, ob Jesus hier irgendwie ihm so einen besonderen Eigennamen gibt, der vielleicht auf eine Charaktereigenschaft hinweist. Das haben auch einige Ausleger, gehen sogar so weit, das so weit zu formulieren. Ich denke, es ist schon noch im Sinne dessen, was danach kommt, zu verstehen. Also, dass er darauf seine Gemeinde bauen will, das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben oder einen Anklang für den Rest, für den Kontext, für das, was dann noch kommt. Also danach kommen die Pforten der Hölle. Vielleicht steht das ja da in irgendeinem Bezugsrahmen. Nun gut, wie verstehe ich das? Also du bist Petrus, Petros und auf diesen Petra, auf diesen Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Ich verstehe das folgendermaßen, dass Petros hier vielleicht wirklich in der Sonderbedeutung eines massiven Felsgesteins verwendet wird, denn sie sind in der Gegend von Caesarea Philippi und sie gucken auf diesen riesigen Hermon, also einen riesigen Berg, ein massives Felsgestein. Da sagt er, hey hier, du bist Petros, ja. Sonderbedeutung. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass diese innere Brücke Jesus da gemeint hat, auch wirklich und ihm das zuspricht in einer besonderen Weise, weil er will ja auch, dass das weitergeht. Also Sendung, ja, dass er seine Jünger auch irgendwie ausbildet und sie mit ihm gehen und er ihnen da alles lehrt und erklärt und so und möchte ihnen das mitgeben. Und dann sagt er hier, Petrus, bist du ein charismatischer, cooler Typ, der irgendwie voranprescht. Du bist dieser Petros, du bist dieser Fels, guck hier auf diesen Hermon, auf diesen übelsten Berg, ja. Und da muss er also innerlich diese Bedeutung irgendwie so verstanden haben, so nehme ich das wahr, wenngleich Petros auch einen kleinen Felsblock meinen kann, den man auch irgendwo hinwerfen kann, ja. So verstehe ich das zunächst mal. Und Petra, dieser kleine Stein, also da ist dann wirklich der kleine Klumpen, der rundlich gewölbte Stein gemeint. Und ich glaube, dass das hier jetzt eine Brücke baut zu den Pforten der Hölle. Denn die Pforten der Hölle waren ja dieses in den Hermon hineingeschliffene, also durch das Wasser hineingeschliffene Maul, ja. Dieses natürliche Maul, wo die Quelle eben rauskommt. Und jetzt führt er das ein mit diesem kleinen Stein, ja, der auch diese Bedeutung einer Rundung haben kann. Also vielleicht hatte das irgendwie eine sprachliche Komponente, die nur ein Jude richtig verstehen konnte. So kann ich mir das durchaus einen Reim darauf machen und verstehen. Und ich habe auch gelesen, für einen Syrer konnte der Satz folgendermaßen bedeuten, du bist Petros oder eben der Petrus und auf diese Säule werde ich meine Gemeinde bauen. Weil ein runder Stein konnte eben auch für einen Syrer oder einen Mann in der damaligen Zeit eben auch eine Säule bedeuten oder ein rundlicher Stein, ja eben auch bis hin zu einer Säule, ja. Oder etwas Rundes könnte eben auch ein Torbogen sein, der aus verschiedenen einzelnen Steinen zusammengesetzt wird, dass sowas angedeutet ist. Oder vielleicht der Edelstein, der auf einem Ring sitzt, ja, den man sich an den Finger macht, wie eine Art Siegelring, also dass du diese Gewalt des Siegelringes hast.
oder dass du der dieser Stein bist, auf den ich meine Gemeinde bauen werde, eine dieser Säulen, ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, diese korinthische Säulenreihe stand wahrscheinlich vor diesem Maul, dieser Öffnung, die in den Hermon hineingeschliffen ist und die sie dort hingebaut haben. Und dass das nun als die Pforten der Hölle bezeichnet wird, ein korrumpierter Ort. Und du wirst eine dieser Säulen sein. Mitten innerhalb der Korruption, korrumpierten Welt wirst du eine Säule sein. Auf diesen runden, massiven Stein baue ich meine Gemeinde. Und du wirst sozusagen mit Entscheidungsgewalt haben. In dem Torbogen, ja, wo die Entscheidungen gefällt werden. In den Pforten, wo die Ältesten saßen. Also auf dem Boden der Tora und Recht gesprochen haben. Du wirst einer von ihnen sein in diesen Ausdrücken des Imperiums und dort die Ekklesia aufbauen. Also so verstehe ich das. Und das macht richtig Sinn, also vom theologischen Zusammenhang her, dass das so richtig da reinpasst, wenn man es so deutet. Und das war für mich also eine super Erkenntnis, das dem so nachzuspüren, auch so von der Auslegung her mal an die Sache so ranzugehen, ja, dass du ein Stein bist, auf den ich meine Gemeinde bauen werde, eben im Sinne, ja, dieser Pforten, dass dort diese Säulen standen oder ein Torbogen, ja, dass das eine Anspielung darauf ist und dass du im übertragenen Sinne ein Ältester bist, ja, oder eine Führungsgestalt, die das Gute in der korrumpierten Welt zum Ausdruck bringt und ein Verantwortungsträger für das Gute sein wirst im Sinne der Ekklesia. Ja. So, jetzt müssen wir uns natürlich die massive Frage stellen, was ist denn mit Ekklesia überhaupt gemeint? Ja? Was bedeutet das? Das ist also hochspannend, die ganze Erklärung von Ekklesia. Und da möchte ich jetzt einen spannenden dogmatischen Abriss liefern, den man sich auf jeden Fall gerne anhören sollte oder auch gerne nochmal anhören kann oder schreib es dir gerne mit, wie auch immer. Ich denke, das ist sehr hörenswert und wichtig. Also, wie setzt sich dieses Wort Ekklesia zusammen? Das ist das griechische Wort, was für Gemeinde verwendet wird. Es setzt sich aus Ek und Kaleo zusammen und das heißt also so viel wie heraus und rufen. Ja? Also Ek heißt heraus und Kaleo oder Kalein heißt dann rufen und das also Zusammensetzung dieser beiden Worte bezeichnet dann die Ekklesia, also die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Ja. Und das ist also zu finden sehr viel in den antiken frühchristlichen Schriften. Und dieses Wort hatte aber eine politische Dimension. Ja. Also das war ein sehr, sehr wichtiges Wort in der damaligen Zeit, denn es beschreibt ja die Herausgerufenen in der griechischen Polis, also die herausgerufenen Bürger, die Verantwortung für die Stadt übernehmen. Das, die Ekklesia ist das griechische Stadtparlament der Polis. Ja. Es sind die herausgerufenen Bürger, die Verantwortung über die Stadt übernehmen. Ja. Das ist die Ekklesia. Und das ist also ein politischer, unfassbar prägnanter Rahmen, mit dem Jesus hier die Verantwortung eines Petrus und seiner Jünger beschreibt. Ja. Und dann also der entstehenden Gemeinde, die sich daraus formt. Und das zeichnet sich ja heute noch in unserem Wort Gemeinde ab. Ja. Also auch die politische Gemeinde. Also ich komme aus einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern und das ist eben die Gemeinde. Ja. Ich meine jetzt nicht die Kirchgemeinde, sondern die politische Gemeinde. Ja. Da spiegelt sich dieses Wort noch wieder, was auf die Ekklesia zurückgeht. Sie wird gebildet aus den herausgerufenen Ekkaleo, ja, die dann die Ekklesia, diese Versammlung bilden. Deshalb auch das Wort Versammlung. Das ist eine Versammlung, um Entscheidungen für die Stadt und das Gute zu treffen. Ja. Suche der Stadt Bestes. Das ist der theologische Deutungsrahmen, der sich damit verbindet. Ja. Die Ekklesia, also herausgerufen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ja, nun gab es da auch eine bestimmte Struktur bei den Griechen, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass es eben nur Leute machen durften, die einen vollendeten Bürgerstatus hatten. Also da waren Sklaven und so weiter ausgeschlossen und wohl auch Frauen. Aber dennoch war das eine sehr gute Institution und dieser innere Zusammenhang, der wird zumindest aufgegriffen in den neutestamentlichen Schriften, sehr stark bei Paulus und so, aber eben auch bei Jesus schon
beginnend. Ja. Und das ist das Spannende, dass wir tatsächlich diese Belege haben, dass er das gesagt hat. Dieser Begriff taucht auch schon in der Septuaginta auf. Also die Septuaginta war zur Zeit Jesu, der sich im Westjudentum befindet, ja, das Ostjudentum. Das war also, waren die Juden, die nach Babylon verschleppt wurden und wo es also offensichtlich noch Leute in der Diaspora gibt. Denn zur Zeit Jesu leben 1 Million Juden etwa in diesem, ja, Gebiet des Palästina, aber 5 Millionen Juden sind im Mittelmeerraum und darüber hinaus verstreut in einer Diaspora. Und im Ostjudentum las man also noch den masoretischen Text oder in der hebräischen Urfassung dann offensichtlich und aramäischen Auszügen. Aber im Westjudentum, wo Jesus ist, hat man also auch sehr viel in der Septuaginta gelesen. Also das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und dort wird immer wieder der Begriff Ekklesia konsequent ja für die Versammlung des Gottesvolkes verwendet. Also sehr spannend. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus diesen Begriff aufgreift und ihn neu, ja, interpretiert und deutet und hier in diesen brisanten, wirklich brisanten Zusammenhang mit dem Imperium stellt. Ekklesia ist in der Septuaginta neben der Synagoge die Übersetzung für das hebräische Kahal. Es meint die Versammlung des Bundesvolkes, als auch die Versammlung an sich wird damit bezeichnet. Aber es ist sehr wichtig, dass die Versammlung des Bundesvolkes hiermit auch beschrieben wird. Und dieses Bundesvolk ist erwählt, es ist von Gott berufen und zu seinem Eigentum berufen und soll dann auch gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Die inhaltlichen Parallelen von Qual und Ekklesia müssen den Übersetzern der Septuaginta deutlich vor Augen gestanden haben. Der Ortscharakter der Ekklesia ist bezeichnend, da hier eine erstaunliche Anlehnung an die Ekklesia der griechischen Polis vorgenommen wird. Nun gibt es eine Diskussion darüber, ob der Begriff Ekklesia aus der Septuaginta in die griechischen Schriften transferiert wurde ins Neue Testament. Und einige glauben aber an eine eigenständige christliche hellenistische Entwicklung. Also ich gehe davon aus, dass die Autoren des Neuen Testaments eine deutliche Beziehung zwischen dem Alten und Neuen Testament und dem Volk Gottes an sich gesehen haben, dass sie eine inhaltliche Brücke zwischen dem Volk Gottes gesehen haben, allerdings den Fortbestand Israels nicht in Frage gestellt haben. Also das ist wichtig, ja, dass wir eine Kontinuität zwischen dem alten und neuen Gottesvolk haben, aber dass die Existenz von Israel nicht in Frage gestellt wird. Also die neutestamentlichen Autoren begründen das Wesen der Gemeinde mit der Heiligschrift, ja, es wird in der Septuaginta immer wieder verwendet, dieser Begriff Ekklesia, und das kann ja für sie eben nur das Alte Testament gewesen sein, woraus sie eben das Wesen der Gemeinde begründen. Ja. Den Einfluss der Septuaginta auf die Wortgestalt des Neuen Testaments zu negieren, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil im Westjudentum ja besonders viel auch die Septuaginta gelesen wurde. Die politische Ekklesia wurde einberufen, wenn es um das Wohl der Polis ging, ja, der antiken griechischen Stadt. Und das hat man schon seit dem 5. Jahrhundert vor Christus praktiziert. Die Vollversammlung der wahlberechtigten Bürger der griechischen Stadt, diese politische Versammlung, war nur den freien Bürgern der Stadt zugänglich. Jeder Bürger konnte an der Volksversammlung sowie an den Gerichtsversammlungen teilnehmen. Jeder Bürger war befugt, ein Amt zu bekleiden. Wie schon das Wort besagt, das zurückgeht auf das griechische ta politika, nämlich das, was die Stadt angeht, war Politik die Angelegenheit des Bürgers der Polis. Das ist das bleibende Vermächtnis der griechischen Demokratie. Ja, die Entscheidungen der wahlberechtigten Bürger der Polis gingen nie nur sie selbst an, sondern alle Einwohner der Stadt, und sie hatten unmittelbar auch Konsequenzen für das Leben in der Stadt. Ganz ähnlich drückt der hebräische Begriff Qahal die zur Entscheidung zusammengerufene Gemeinde des Volkes Gottes aus. Qahal kommt von der Wurzel Kohol, das heißt so viel wie Stimme, und wo das Volk Gottes als Qahal zusammenkommt, da äußert es seine Stimme, da wird entschieden. So gesehen ist der Begriff, ähnlich wie seine griechische Übersetzung, voller sozialer und politischer Spannkraft. Ja.
Und das Spannende oder die ganze Frage dabei ist ja jetzt auch, wie weit die Verantwortung des Volkes Gottes geht, ja, was heute auch in Form der Ekklesia natürlich, wie ich sagte, in diesem Ring, so sehe ich das, vorhanden ist. Ja. Wie weit geht die Verantwortung des Volkes Gottes? Nun, wir können erkennen, sie hat mit Binden und Lösen zu tun, ja, wie das beschrieben ist hier im weiteren Vers 19, wie Jesus es sagt, das Binden und Lösen, dass er die Schlüssel des Himmelreiches hat, Petrus, und also hat was mit dieser Dimension zu tun, Binden und Lösen, und hat auch unmittelbare Konsequenzen für die Erde selbst, für die Welt insgesamt. Ja. Die Ekklesia hat gesellschaftliche Verantwortung, und für das alttestamentliche Qahal ist eine exklusive Existenz inmitten der Völker der Welt nicht denkbar. Das Volk Gottes hat zu alttestamentlicher Zeit zwar auch einen zentripedalen Charakter, aber sie ist zum Segen für die Völker im umliegenden Bereich da. Ja. Den Fremden in deiner Mitte sollst du nicht verachten. Also dieses Volk Gottes, auch eine alttestamentliche Existenz, war auch in der Sendung Gottes unterwegs, auch wenn das vielleicht Pharisäer oder besonders heiligkeitsgetriebene Gruppen teilweise falsch verstanden haben. Aber Jesus führt das eigentlich auf den inneren wichtigen Kern wieder zurück, wenn er die Ekklesia auch in, ja, in diesen ganzen Rahmen der aktuellen politischen Zeitgeschehnisse mit hineinsetzt, ja, in diese ideologischen, kultischen Ausdrucksform des Imperiums, die Ekklesia mitten hinein platziert und dort seine Jünger hinführt und sagt, hey, ihr seid sozusagen die Gesandten oder diese Ekklesia, und auf diesen Felsen Petrus in allem voran werde ich meine Gemeinde bauen, auf diesen Stein, den man vielleicht als Säule verstehen kann, als eine dieser symbolischen Säulen, die dort steht im Torbereich und sozusagen für die Verantwortung des Guten, für Gottes Ideen, für Gottes gute Verantwortung in der Welt steht, herausgerufen, um zum Segen zu sein. Ja, und in dieser Übertragung bedenkenlos ist es auf die neutestamentliche Gemeinde möglich, und man spricht damit Israel auf keinen Fall die Existenz ab, ja, die ist weiterhin gewährleistet und gegeben. Und in Jesus selbst und in ihm, in seiner Mission, findet das Ganze Begründung in seiner personalen Existenz. Johannes 20, 21, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Ja. Die neutestamentliche Gemeinde ist ein Agent der Mission Gottes in der Welt. Jesus nennt seine Nachfolger deshalb auch Salz der Erde und das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 16, also im gleichen Schreiben des Evangelisten Matthäus lesen wir das Ganze. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Er spricht uns das zu, ja, nicht, dass wir es selbst von uns sagen könnten, aber es ist das, was Jesus über uns sagt. Hey, und ihr seid diese Herausgerufenen und auch Gesendeten in die Welt, dort Verantwortung zu nehmen im Herrschaftsbereich des Bösen, ja, in der Ausagierung der imperialen Kräfte, die mit Kriegen und was weiß ich alles die Welt korrumpieren oder zerstören. Dort seid ihr Herausgerufene und Hineingesetzte, um Salz und Licht für diese Welt und Erde zu sein, zum Segen und zum Wohle der Stadt zu agieren. Er sendet seine Gemeinde zu den Völkern. Wie sollen sie aber ein Volk zu Jüngern einladen, wenn man nicht bereit ist, das Volk auch als Volk wahrzunehmen? Ja? Volk definiert sich nicht durch ein Individuum oder eine bloße, ja, religiöse Einstellung der Menschen, sondern ein Volk ist eben ein soziokulturelles, politisches Gebilde, ja? Wozu also die Ekklesia in ihrer geistlichen und auch sozialen, politischen Dimension passt und ein passendes Gegenüberstück ist, aber ein Akteur für das Gute, ein Change Agent, also ein Agent, der den Wechsel einleitet. Ja. Man begegnet immer wieder Leute, die Ideale mit sich tragen, die für das Gute kämpfen. Ja. Und die Ekklesia kann auch dort andocken, wo Leute für das Gute eintreten und kämpfen. Denn sie ist ein Change Agent, weil sie ja auch eine geistliche Dimension mit sich trägt, das Ganze umzusetzen in der Welt, das Reich Gottes zu etablieren in der Welt. Ja. Dafür ist sie gesetzt und gesendet, auch zu
den Ausdrücken des Bösen. Und sie werden sie nicht überwinden, weil dort ist nun mal der Aktionsbereich der Ekklesia. Ja. Und sie soll dort agieren, auch im Angesicht der Pforten der Hölle. Aber sie werden sie nicht überwinden. Und das ist eine super krasse Ermutigung, ja, dass die Pforten der Hölle nicht stärker sein werden. Also es ist direkt so sprachlich auch konstruiert, dass sie sie nicht überwinden werden. Sie werden den Sieg nicht hinvontragen über sie. Ja. So ist das formuliert. Und auch wenn das nur so ein hemsärmlicher Haufen von Fischern ist, sie werden am Ende ein römisches Imperium aus den Angeln heben und überall, wo man sie verbrennt, ja, Nero hat sie als lebende Fackeln aufgestellt, oder sie werden in den verschiedenen Arenen von irgendwelchen Zirkus und so weiter irgendwie an die Tiere, Raubtiere verfüttert und überall, wo man sie umbringt, kommen Tausende hinterher, denn das Blut der Märtyrer ist auch der Same für die Kirche. Somit stellen wir fest, Kirche ist nicht nur eine angepasste Kirche oder eine angepasste Ekklesia oder eine erneuerte Ekklesia oder eine restaurierte Ekklesia. Ja, man merkt schon richtig nach all meinen Ausführungen, das passt überhaupt nicht zusammen, sondern sie hat einen ganz anderen Auftrag. Sie ist dort inmitten dieser Welt hineingesetzt, ja. Das habe ich nun mehrfach wiederholt, ich will es nicht nochmal wiederholen. Also sie hat einen anderen Auftrag und sie ist ganz anders konzipiert. Und da müssen wir ran an diese Konzipierung, wie das ja gemeint gedacht ist mit diesen alten Zusammenhängen, wie Jesus das sagt an dieser brisanten, wichtigen, genialen Stelle, brillant, wie er das formuliert, wie das gesetzt ist mit dem Kontext von der reinen ja, Bühne, was dort durch diese Landschaft und durch diesen Kult gezeigt wird, ja, es ist ein Kult, dass dieses Imperium dort seine Ausdrücke ausagiert, in seiner Ideologie, ja, wie es dort auch Menschen versklavt, Israel wird ausgeplündert, dort ist eine Verelendung der Gesellschaft im Gange, 90% der gesamten Gesellschaft in Palästina sind Unterschicht, ja, und Tagelöhner und so weiter, nur 10% bilden die Oberschicht, 5% Oberschicht, 5% Mittelschicht. Die Römer sind dort wirklich ein brutales Regime und okkupieren Landflächen oder nehmen das den Menschen weg, um für irgendwelche Militärs und ausgediente Funktionäre Land, fette Landsitze zu etablieren und so weiter. Und wir lesen das ja auch in den Evangelien, wo Jesus sagt, wenn dich so einer von den Soldaten fragt, geh mit mir eine Meile, dann geh mit ihm zwei. Also er tut das regelrecht ja umdeuten im Sinne des Guten. Und alle wissen natürlich, was dort vor sich geht. Haben sich zwar auch die Frage gestellt, hey, ist Jesus der Messias, der die Römer aus dem Land kickt? Aber der baut hier was ganz Eigenes, anderes auf, was nicht so richtig in unseren ja, Denkhorizont passt, mitten im Angesicht der Pforten der Hölle des Bösen zu agieren, im Sinne des Guten sein Reich hinein zu transferieren, so wie er das in seiner Person, in seiner viralen Art und Weise vorgelebt hat. Ja. Deshalb die virale Ekklesia, weil sie eben so ein White Swan ist, ja, ein unberechenbarer Akteur, wie das mit diesem komischen Stein beschrieben ist. Ja. Ist es nur eine Säule oder in symbolischer Gleichdeutung wie so ein Torbogen, also ein rundliches Steinelement irgendwie, ist das gemeint? Oder ist es eine Säule, die sinnbildlich für einen Ältesten steht, der eben auf dem Boden des Gesetzes Gottes steht und sozusagen das Gute zum Ausdruck bringt? Also dieses Kuriose wird hier zum Ausdruck gebracht, ja. Dieser White Swan, dieser unberechenbare Akteur, der dem Akteur des Bösen mächtig gewachsen ist und das Böse wird sie nicht überwinden. Ja. Es wird den Sieg nicht davontragen. Was für eine Ermutigung, was für eine krasse, gute Botschaft. Also da kann ich nur wirklich ermutigen, dass auch der Kult, ja, auch der global mittlerweile angelegte Kult, sie nicht überwinden wird und sie eine Bedeutung, eine Verantwortung hat. Also kann ich nur sagen, Attacke und Marschbefehl. Nicht wie das Imperium, sondern in seiner Liebe agierend und das Gute suchen, das wahre Gute, Schöne mit ihm suchen und zum Ausdruck bringen. Auch mein Kanal ist dafür hier ein Ausdruck, das Ganze zu suchen. Und weil heute Ostern ist, möchte ich noch ein Nugget oben drauf setzen.
Und ich habe hier noch eine Predigt, die ich mal gehört habe und die ich gerne noch vortragen möchte. Und da geht es auch um diesen Petrus. Ja. Also warum wird denn wirklich sprachwissenschaftlich, warum sagen das die Theologen uns, dass wirklich er gemeint ist mit diesem Felsen? Und manche sagen, ja, das ist halt Jesus und irgendwie das Bekenntnis zu Jesus oder Jesus ist der Eckstein und da geht es ja nur um Jesus. Aber ja, Petrus hat schon eine gewisse Bedeutung. Ja. Und dem möchte ich nochmal in einer etwas freier ausgelegten Predigt, Textpredigt nachspüren und die erzähle ich aber nur nach von dem Professor Johannes Reimer, Professor Dr. Johannes Reimer, der amtierende Direktor für Frieden und Versöhnung der Evangelischen Weltweiten Allianz. Und das ist mir früher mal vor etlichen Jahren schon so im Gedächtnis hängen geblieben und ich habe die Struktur hier so grob übernommen und werde es einfach mal dem nacherzählen, weil es da auch um Petrus geht und das ist super, super spannend. Also auch nochmal viel Spaß. Weil heute noch Ostern ist, lege ich noch diesen Nugget oben drauf, denn von einer Coffee-to-go-Kultur halte ich nichts. Man muss den Dingen auch schon mal tiefer auf den Grund gehen, deshalb hier auch etwas komplizierter mal das Ganze aufbereitet. Das kostet einfach auch eine gewisse Kraft und ich habe mich hier lange vorbereitet und man kann es ja auch später noch weiter anhören oder wieder anhören oder ja, in Fortsetzung anhören. Ich tu es einfach mit anfügen, dann kann man sich das noch anhören, denn es passt wunderbar dazu, wie Ekklesia jetzt viral geht. Virale Ekklesia, sie geht sprichwörtlich viral mit Petrus. Bei einem wirklichen Schlüsseltext wird uns nun Petrus vorgestellt als der Typ, der wirklich steil geht und der viral geht, regelrecht, so habe ich es extra mal beschrieben mit diesem Viralgehen. Also man sagt es ja im Social-Media-Bereich, wenn ein Video viral geht, ist es wie ein Virus. Es breitet sich unfassbar rasend schnell aus. Und sowas hat Petrus tatsächlich gemacht. Ja. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er tatsächlich hier einen besonderen Auftrag bekommen hat und besonders akzentuiert wird. Vielleicht könnte man es umreißen in der damaligen Kultur als Primus inter pares, als ein ja, erster Bürger unter Gleichen, der eben tatsächlich den Rest in einer gewissen Form repräsentiert und hier einen besonderen Auftrag hat und auch eine besondere Begabung hat, über die wir hier was lesen wollen, dann in der Apostelgeschichte, also in dem lukanischen Doppelwerk, wo dann sozusagen Lukas in seinem Evangelium noch die Apostelgeschichte hinten ran setzt. Und so mache ich das jetzt auch, dass ich hier noch eine zweite Predigt sozusagen anschließe. Und dieser Petrus, der wird ja auch als solcher beschrieben, der lösen und binden soll. Ja. Und ganz wichtig noch in Bezug zu dem Vorausgegangenen jetzt, ist, dass dieses Lösen und Binden auch ein juristischer Begriff ist, oder so kann man es verstehen. Es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Also man kann es auf die Lehre beziehen, die er ja weitergibt, dass er dort sozusagen Falsches von Richtigem trennt oder ja, dass er das als einen juristischen Begriff beschreibt, dass er sozusagen das Schlechte bindet und das Gute ja, befreit oder löst. Und das bedeutet, wenn Binden und Lösen auch im juristischen Zusammenhang gebraucht wurde in der damaligen Zeit, wenn man das jedenfalls so auch verstehen kann, dann bedeutet das ja auch, dass wieder Recht gesprochen wird, ja? Dass sozusagen diese Deutung auf das Recht sprechen auch ja, eine Auslegungsmethode ist, die sozusagen auf das, was vorher gesagt wurde, sehr gut passt, ja, und dann sich auch mit dem Lösen und Binden, dem Auftrag der Ekklesia massiv verbindet. Das ist sozusagen wirklich ein gegenläufiger Ausdruck gegen diese korrumpierte Macht des Imperiums ist und das geschieht in einer geistlichen Art und Weise auch, ja, die eine politische Dimension des neuen Rechtssprechens in sich trägt, also wie Gott das auch sieht in seiner neuen Welt, die er schon hier unter uns etabliert. Dass er das dann tatsächlich gemacht hat, das lesen wir also in besonderer Form in der Apostelgeschichte. Und in Kapitel 3 steht dort etwas sehr, sehr Spannendes, was Petrus tut. Das ist mit der Heilung des Lahmgeborenen überschrieben. Die Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11, möchte ich uns gern mal vorlesen und das noch etwas freier auslegen.
Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel, und ein Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde herbeigetragen, man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Gold und Silber habe ich nicht, besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomos Halle genannt wird. Soweit dieser Text hier. Sie waren zu der Zeit des Gebets dort. Es gibt auch einige verschiedene Handschriften so vom Neuen Testament, wo steht, dass sie das immer wieder getan haben, also regelmäßig. So kann man es zumindest interpretieren. Ja. Nun sind das nicht immer die ältesten und wichtigsten Handschriften, aber dennoch gibt es so einen Hinweis, ja, dass sie da eine Tradition hatten. Und so kann ich mir auch gut einen Reim darauf machen, dass sie das immer wieder getan haben. Also es war zur Zeit des Gebets und das Ganze, da steht hier, sie gingen zur Zeit des Gebets die neunte Stunde zusammen in den Tempel. Also die neunte Stunde, da können wir jetzt davon ausgehen, dass es so ungefähr 3 Uhr nachmittags war. Und wir reden ja über ein heißes, warmes Land, ja, wo es also auch mal schön warm werden kann, wo man sich mittags dann mal gediegen hinfleht und irgendwie so ein Schläfchen macht oder was isst und das dann 1-2 Stunden geht und man in der mittags brennenden Mittagshitze natürlich nicht richtig arbeiten kann. Also da gibt es Leute, die machen Mittagsschlaf oder Siesta und ruhen sich da aus und die sind aber hier zum Gebet her. Also sie gehen beten und lassen sich dort einladen zum Gebet. Sie gehen zum Beten. Also man kann manche Gemeinden oder Kirchen auch daran mal messen, gehen sie noch zum Gebet oder beten sie noch, ja? Ich meine jetzt nicht irgendwelche schönen vorformulierten Gebete, die wir da sonntags vielleicht mal ablesen oder vorlesen. Hey, ist auch wichtig, finde ich auch gut und cool, aber so eine Gruppe irgendwie, die gemeinsam sich zum Gebet trifft, ja, das ist doch manchmal ganz selten. Und ganz ehrlich, ich bewege mich schon seit längerem in kirchlichen Gemeinschaften oder Gemeinden und habe an verschiedenen Orten gelebt und das da mitbekommen, wie Christen sich sozusagen zum Gebet versammeln. Und manchmal ist das sehr hemdsärmlich gewesen. Da gab es mal einmal eine gute Phase irgendwie und dann hat es immer mehr abgenommen. Und man sieht so richtig eigentlich die Größe einer Kirche oder Gemeinde daran, wie viele Leute wirklich zum Gebet gehen. Und das kannst du oft an einer Hand abzählen, wie viele das treu sind, die da hinkommen oder da hingehen. Und da kann man sich wirklich nur wundern, dass auch leitende Personen keinen Bock darauf haben oder dem fernbleiben oder ja, das vielleicht in ihren Treffen dann irgendwie praktizieren. Okay, ja, sicher wird das so sein, aber es ist für mich keine besondere Kaste irgendwie der Pastoren oder Leiter, sondern das ist irgendwie für mich eins, ja. Und das kann man oftmals irgendwie vermissen, ja, dass das irgendwie so gemeinschaftlich wirklich stattfindet. Und so hart wie das klingen mag, aber wirklich kann man manchmal die Größe einer Gemeinde oder kirchlichen Gruppierung daran bemessen, wie viele Leute sich zum Gebet zusammentreffen. Wenn das keine
oder nur zwei, drei Leute sind, dann ist es um diese Kirche, wenn sie vielleicht auch tausende Mitglieder hat, nicht gut bestellt. Ja. Das kann man hier daran ablesen, denn danach passieren krasse Dinge. Ja. Nicht, dass man es herbeibeten kann, steht schon so ein innerer Zusammenhang zwischen dem Ganzen. Also wie ist eine Gruppe geistlich ausgerichtet? Ja, sucht sie sozusagen das Höhere und diesen Gott im Gebet, ja, will sie ihm begegnen und seine Fremdheit erfassen und ihn ja kennenlernen oder verstehen oder auf ihn hören einfach nur. Ist sie bereit dazu, sich korrigieren zu lassen, auf ihn zu hören und sich in ihm ja formen und führen zu lassen? Oder sucht sie nur das Ihre und wollen sie ihre eigenen Ziele umsetzen? Oder gehen sie noch zum Gebet? Ja, also das ist eine echt brisante Frage. Und da gibt es ja auch so krasse Verheißungen drauf. Da kann man sich wirklich nur wundern, wie viel ja das nicht genutzt wird, wie wenig Leute da zum Gebet gehen oder sich da reinziehen lassen. Jetzt mal ganz positiv formuliert. Das ist wirklich bezeichnend, ja, dass das so hemdsärmelig manchmal besucht ist und eigentlich auch sehr schade. Ja, dann sitzt da dieser arme Kerl und Petrus sagt zu ihm, sieh uns an. Ja. Also sie wollen zum Beten gehen, wo die anderen pennen, ja, die gehen beten und der kommt dort rein und da sitzt nur dieser Bettler und also ein chronisch Kranker oder der halt wirklich ja, leidet und so sind es sehr, sehr viele in Palästina, 90% der Bevölkerung, so muss man da wirklich davon ausgehen, zur Zeit Jesu und eben kurz danach, dass die Verhältnisse sehr, sehr schlecht sind und dass auch viel aus diesem Gebiet herausgezogen wird und er sitzt da nun wirklich leidend unter seinen Problemen und es sind viele und die wollen beten und jetzt kommt also hier eine ganz neue Situation auf einmal zustande, wenn man so will, ist es dieser ja, weiße Schwan, dieser unerwartete, ja, unberechenbare Ausdruck, ein Aufblitzen von Gottes Herrlichkeit, von seinem neuen Reich, was jetzt hier stattfindet. Und er blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Und er gab Acht auf sie, in der Hoffnung, etwas von ihnen zu erwarten. Aber das ist auch eine innere Haltung, ja. Also wer kann denn wirklich noch sagen, sieh mich an? Also so transparent wirklich leben, ja. Vielleicht sagst du ja, also ich bin nie auf den Sexseiten unterwegs, ja. Also dass das wirklich so viele nicht mehr sagen können, sieh mich an. Und dort auch Probleme mit ihrer Transparenz haben, ja, dass sie nicht mehr Transparenz leben können, das ist auch ein Hinderungsgrund, um die Auferstehungskraft zu erleben. Ja. Wer nicht bereit ist, auch nur einen Deut sozusagen von Gottes Leiden, was er vorgemacht hat, in Jesus mitzutragen und sich dort meinetwegen zum Gebet rufen lassen oder, ich meine, die mussten ja damit rechnen, dass ihnen auch was Schlechtes widerfährt und dass sie vielleicht nicht willkommen sind, ja, und dass da Leute gegen sie sind und so weiter oder dass sie Verfolgung bald erleben werden. Das war ja alles schon in der Luft oder irgendwie im Bereich des Möglichen auch. Und wenn man immer nur sich um sein eigenes bemüht oder gar völlig aus dem Ruder läuft, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man die Auferstehungskraft nicht mehr erlebt. Aber das werden sie erleben, denn sie können sagen, hey, wir gehen beten und sieh uns an. Ja, sie leben transparent. Sie sind nicht einfach nur Getriebene ihrer Bedürfnisse oder ihrer Lüste oder irgendwelche Lüstlinge, die sich irgendwie abschweifen lassen, sondern sie können wirklich sagen, hey, sieh uns an, sie leben transparent, ja, auch in einer Form, ja, von Heiligkeit, weil sie eben einfach zu Gott gehören und das Bedürfnis haben, sich mit ihm im Gebet auszutauschen, also sie können sich vor Gott öffnen, sie leben transparent, sie haben ein reines Leben, weil sie durch ihn und ja, in diesem höheren Zug nach oben in der Transzendenz geheiligt sind und er drängt auf Transzendenz, ja, auf das Höhere, auf das Gute, was er auch in unserer Wirklichkeit ausdrücken möchte und da haben sie eine richtige krasse Connection und können sagen, hey, ich lebe mit Gott und kannst du das sagen, ja, oder bist du Gefangener von deinen eigenen Bedürfnissen oder deinen, ja, Süchten oder sowas? Bist du dort gefangen? Guckst du dir regelmäßig irgendwelche verrückten Pornos an?
und wirst demzufolge niemals die Auferstehungskraft erleben, denn es ist kein Ausdruck des Reiches Gottes, es ist eine Art der korrumpierten Form von Sexualität. Es ist kein Geschenk mehr, sondern es ist nur noch eine Lustmaximierung, jedenfalls vom Prinzip her. Ne? Kannst du natürlich gerne machen, also das ist dir freigestellt, aber dann wirst du wahrscheinlich auch nicht teilhaben an der Auferstehungskraft oder sie jedenfalls nicht erleben. Ich meine, wenn die Kirche noch viral gehen will und hier ist nun mal sehr schwierig um sie bestellt, dann wird sie an diesen Dingen arbeiten und ansetzen müssen. Und ich habe mal mich mit einem unterhalten, der sagte, hey Simeon hier, ich habe gerade bei dem Priester da das Netzwerk eingerichtet und alles schön und schick gemacht und habe seinen Computer eingesehen, ey, du glaubst nicht, was da los war. Alles voller Pornos. Ja. Es sind die perversen Einstellungen und das Ausagieren gewisser Neigungen, die uns daran hindern, am Ende die Auferstehungskraft zu erleben. Und das ist doch, wie Petrus viral geht. Ja. So geht es doch los. Ja. Dass er transparent lebt, dass er sein Leben offenlegen kann und dass er dort wirklich im Reinen ist, im Reinen mit sich, im Reinen mit Gott und Johannes auch. Und dass sie zum Gebet gehen und dann auch in der Vollmacht Gottes sozusagen agieren können. Und da besteht ein Zusammenhang. Also, wie bist du aufgestellt? Ja. Lässt du dich dort irgendwo ins Negative reinziehen oder gar in den korrumpierten Machtbereich des Imperiums? Und vieles kommt ja auch aus von großen Mächten oder aus Ländern, die nun mal das amtierende Imperium stellen. Oder eine Ideologie, sagen wir, das Neoliberale, ich will jetzt mich nur selbst verwirklichen und ich will Geld maximieren und ich will alles zu mir raffen oder so. Hey, ich finde das schön, wenn Leute wirklich erfolgreich sind und von ihrer Hände Arbeit gut leben können oder sich ein gutes Leben gestalten können. Das schafft auch viel Freiheit und kann auch Beziehungen fördern, ohne Frage. Aber ist das dein einzigstes Lebenselixier oder hat es dich irgendwie gefasst, korrumpiert? Kannst du sagen, hey, sieh mich an, auch im Bereich finanzieller Dinge, oder machst du ständig irgendwelche schmutzigen Geschäfte oder tust andere übers Ohr hauen oder bist gar nicht bereit, irgendwas zu geben, zu spenden oder so, kannst du sagen, hey, guck mich an, sieh mich an, ja, wie lebst du, ja, das ist die große Frage, auch mal von der Lebensführung. Da muss ich einen kleinen Witz erzählen. Und zwar sitzt dort der damalige amtierende Papst Johannes Paul II. In seinen Gemächern und da ist dort alles ganz toll ausstaffiert, aber er blickt auf seine Hände, ja, denn die sind total behaftet mit dicken Goldklunkern und Edelsteinen besetzt und alles und guckt nun so auf seine sich anfangend zu bewegenden Hände und da ist alles mit dicken Klunkern voll und betrachtet er die nun so und sagt, ja, sagt er ganz laut, Gold und Silber haben wir nicht, das können wir nicht mehr sagen. Und da sagt der Kardinal hinter ihm, ja, richtig, wir können auch nicht mehr sagen, steh auf und wandle. Das bringt uns mal ein bisschen hart, ein bisschen prägnant auf den Punkt, aber es sind oft diese Dinge, auch die materiellen Dinge, die uns daran hindern, die Auferstehungskraft zu erleben. Ja. Der Apostel Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Philipper 3, im Brief an die Philipper schreibt uns oder hinterlässt uns Paulus diese Worte. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn wir das mal auf heute übersetzen, bedeutet das auch oft Triebverzicht, ja, dass wir nicht jedem Bedürfnis hinterherlaufen können oder gar den korrumpierten, pervertierten Dingen in unserer Kultur, die nun in unser Leben reinbrechen und den Fokus auf Christus rauben wollen und auch verhindern, dass wir die Kraft seiner Auferstehung erleben werden. Und es sind letztendlich auch materielle Dinge, die unseren Fokus gefangen nehmen, ja, die unseren Blick dahin bündeln, dass wir nicht mehr das große Ganze sehen oder Christus erkennen, weil wir nur noch in unseren immanenten Dingen uns bewegen und dort riesige Wohntempel erschaffen oder dicke Autos haben müssen und uns unsere Karriere nun ganz toll ausgestalten müssen. Aber wenn es sagt, hey, wenn Christus mal andere Wege geht, als wir sie vielleicht vorgedacht haben, ja, dann kann das auch mal bedeuten, Anteil zu haben an seinen Leiden
und dass wir am Ende auch an seiner Auferstehungskraft Anteil haben. Und natürlich auch schon jetzt, ja, dass wir es jetzt schon in ja, Vorläufern, in zeichenhafter Art und Weise erfahren können, so wie Petrus das ja hier auch erlebt, das Ganze. Also nicht permanent, aber zeichenhaft dennoch, ja, dass wir auch jetzt schon die Auferstehungskraft erleben. Wir können auch daran gehindert werden mit dem dicken Gold an unseren ja, Fingern regelrecht und nicht mehr sagen können, steh auf und wandle. Und es ist das, was uns daran hindert. Wir sehen es in der Regel jetzt auch direkt vor uns, was das sein wird. Also fang doch an, das auszuräumen und wieder neu Christus zu suchen und seinen Weg und an ihm ja wirklich teilhaftig zu werden. Ich finde es auch super, wenn Ekklesia so praktiziert wird, dass sozusagen die Kirche die Sakramente spendet. Hey, aber bist du auch bereit, sozusagen dein eigenes Leben dem ja folgen zu lassen? Oder besteht dort irgendwie eine völlige Diskrepanz, ja, dass du zwar irgendwie die guten Geschenke Gottes empfangen willst, aber gar nicht bereit bist, dein Leben in diesen Bereich reinzustellen? Eher freiere Gruppen oder kirchliche Gemeinschaften, wozu auch die Freikirchen gehören, haben natürlich jetzt das Problem, dass sie sozusagen nicht in dieser Starre der Institution gefangen sind, sondern eher in die Heuchelei neigen können, weil sie sozusagen ihre Werke so in den Vordergrund stellen und was sie alles Gutes für Gott tun, stehen da natürlich besonders in der Gefahr, ja, weil Kirche sich auch in diesen besonderen Formen der Ekklesia darüber konstatiert, was eben an dem Leben der Mitglieder hängt. Also man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen, ja, dass man nur irgendwelche starren Liturgien abfeiert und auf der anderen Seite sich in einem Aktionismus verhaspelt, wo man Gott irgendwie gefallen möchte und Gott ist aber wo ganz anders, ja, er ist irgendwo da in der Mitte und du kannst ihm wirklich real begegnen und das ist ja auch die Frage, hey, wo Jesus sagt, wie stehst du zu mir, ja, oder wie siehst du mich? Das ist doch die zentrale Frage, woran sich auch ganz viel entscheidet. Ja, wie stehst du zu ihm? Das ist die Frage für mich persönlich, der ich vielleicht das schon länger kenne oder eine Beziehung, persönliche Beziehung zu Christus habe. Oder wenn hier in meinem Dokument, was ich zur Taufe geschenkt bekommen habe, dieser schöne Vers steht. Wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen. Dann im letzten Teil des Satzes. Kannst du das von dir sagen, ja, oder hast du das vielleicht auch noch gar nicht erlebt oder so, ja, dann ist natürlich die Frage, hey, will ich Gott erstmal richtig kennenlernen und auf seine Auferstehungskraft bei mir mal richtig reinsacken und knallen lassen und ihm begegnen. Und das kann man auch mal so formulieren, ja, so etwas freier, denn dann wirst du auch Teil dieser Ekklesia sein und kannst sozusagen Gottes gute Ausdrücke in die Welt hinein umtransferieren oder in im Transformationsprozess mit ihm unterwegs sein und leben. Und dazu lädt uns Jesus letztlich ein. Aber es beginnt mit der Frage, hey, wie siehst du mich oder wie stehst du zu mir? Ja, es entscheidet sich auch alles an seiner Person, woran Petrus rückgekoppelt ist. Denn sie wollen mit Gott reden, sie wollen mit ihm ja, ihre Gebete sprechen und formulieren. Und sie beten zu Jesus im Namen von Jesus. Denn das lesen wir dann im nächsten Abschnitt. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, ja, das ist jetzt hier ganz, ganz entscheidend. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Geh umher. Also im Namen Jesu Christi liegt die Power und die Auferstehungskraft. In keinem anderen Namen, der uns gegeben ist, ist die Rettung. In Christus, in seinem Namen, sitzt auch das, was die Auferstehungskraft verkörpert. Aber das erfahren wir nur, wenn wir auch mit seinem Leiden in Verbindung stehen. Ja? Also lasse ich das an mich ran? Bin ich bereit, mir meine Sünden vergeben zu lassen? Wie stehe ich zu Christus? Ja? Das ist erstmal die große Frage. Also kann ich sozusagen mit dem Kreuz eine persönliche Erfahrung auch verbinden? Und bin ich auch bereit, wenn ich das schon länger für mich in Anspruch nehme oder kenne, im Leid auch zu leben oder will ich nur alles, was diese Welt mir irgendwie an Vergnügen bietet oder so, bin ich bereit, im Leiden zu leben und dann auch in der Auferstehungskraft. Denn beides gehört zusammen. Ja, im Namen Jesu liegt die Auferstehungskraft. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ja, sondern hier steht es doch geschrieben. Und so hat Jesus Petrus verheißen
Du wirst Teil dieser Ekklesia sein und einer der führenden Köpfe von mir aus, oder der führende Kopf, sagen wir es einfach mal so. Und dann wirst du das und das tun. Und das sind die Werke der Ekklesia, ja. Im Namen Jesu Christi, steh auf und wandle. Also er kann hier ein Wunder tun, so wie Jesus es auch getan hat. Und ich nehme es einfach mal hier beim Wort, auch wenn ich immer dafür bin, natürlich Kultur und Kontext schön zu haben. Aber dennoch, hey, darin liegt doch die Power, im Namen von Jesus. Gut, du könntest so sagen, das ist doch das Gleiche, wie du angefangen hast, so mit deinem Kult am Anfang. Aber hey, es ist eine Beziehung zu einer Person, Jesus, ja. Es ist nicht irgendwie nur eine Verblendung oder woraus jemand Nutzen ziehen will, sondern das, also ich rede hier für niemanden, ja, sondern ich spreche erstmal nur für mich. Ich muss das auch vor keiner Kirche irgendwie rechtfertigen. Ich würde so wahrscheinlich nie in der Kirche formulieren können, weil es natürlich viel zu lang ist oder zu kontrovers. Also da sind natürlich auch gewisse Grenzen gesetzt, weil es ja da auch nicht irgendwie um meine Ansichten geht. Da könnte ich nur Ausschnitte darstellen von dem Ganzen, was ich heute hier gezeigt habe natürlich. Aber ich finde es sehr wichtig, dass Petrus sagt, was ich habe, gebe ich dir. Ja? Also einerseits, dass im Namen von Jesus geschieht das Ganze natürlich, dass es an ihn gebunden ist, das ist klar. Ja? Ohne ihn gibt es diese Legitimation nicht. Es ist auch nicht dafür da, um sich zu bereichern oder gut darzustellen oder andere zu manipulieren. Das ist nicht in Begriffen, ja, auch muss man ja ganz deutlich sagen, weil es ja welche gibt, die das tatsächlich tun, in dieser negativen Art und Weise auch die Religion missbrauchen, auch mit solchen schwärmerischen Dingen vielleicht. Aber ich denke, hier ist auch ein positiver, ja, Gesamtrahmen mitgesteckt. Denn er sagt, was ich habe, das gebe ich dir, und das ist ein Rückgriff, oder er bezieht sich auf den inneren Gesamtrahmen. So im Christlichen gibt es Charismen, ja, und davon leitet sich das Wort charismatisch ab oder charismatisch, ja. Es gibt charismatische Typen, und es gibt auch hier Leute in dieser Stadt, die das anstreben, die mehr charismatisch sein wollen, aber meistens auf schlechten Motiven, also die irgendwie die besten Frauen aus ihrer Sicht anziehen wollen und deshalb besonders heiße, charismatische Typen sein wollen, oder die ein riesen krasses Business aus dem Boden stampfen wollen und das mit einer charismatischen Persönlichkeit verbinden. Also das ist eine Form des pervertierten Charismas, ja. Denn Charisma bedeutet Gnadengabe, und Gnadengaben sind dafür da, um anderen zu dienen, ja. So wie das hier auch im Neuen Testament beschrieben ist. Also von dieser inneren Haltung kann man wahnsinnig viel lernen, und Charismen sind zum Dienst für andere. Also ich versuche es ja hier auch so weiterzugeben, dass man sich was davon nehmen kann, und es ist geschenkt praktisch, oder man kann damit machen, was man möchte, und es ist auch in gewisser Weise zum Dienst. Ja, ich will das jetzt hier nicht überziehen, aber es ist halt so ein schönes Wort, was da super gut dazu passt. Auf jeden Fall sagt er, was ich habe, gebe ich dir. Und das heißt auch, er weiß, was er selber hat, ja, zu geben. So, wenn ich jetzt frage, hey, nenn mir die 21 Charismen, die im Neuen Testament genannt werden, und du kriegst jetzt so Durchfall oder weißt nicht, was du sagen sollst. Es ist die wichtige Frage, hey, wer bist du an diesem Leib, wo Jesus sagt, das ist irgendwie mein Leib, diese Gemeinde, oder wie Paulus es auch formuliert, das ist mein Leib, wer bist du an diesem Leib, ja? Zu was bist du berufen, oder was kannst du geben, was hat er dir geschenkt, ja, was? Das ist doch die Riesenfrage, was hat er dir gegeben an dem Tag, als du den Herrn kennenlernen durftest oder als du ihm begegnet bist, was hat er dir gegeben, und wenn du es noch nicht erfahren hast, was will er dir schenken, ja, was könnte er dir geben, das verbindet sich damit, ja, dass du keine sinnlose Existenz haben wirst, wo du irgendwie nur Gott loben sollst oder so, oder irgendwelche Gebete sprechen sollst, hey, sondern Charismen, ja, das heißt Dienst, du bekommst Berufung, Auftrag, du kannst ihm in seinem Reich folgen und dienen, du kannst auch im Angesicht der Hölle oder der Pforten der Hölle das Positive gestalten, weil dieser Rahmen immer in irgendeiner Form da sein wird, ja, und das Reich Gottes etablieren in einer kaputten Welt, und das ist das, was
wozu Jesus sozusagen sein transformatives Momentum in die Welt hineinschraubt und das auch mit seinen Charismen tut, mit seinen Gnadengaben, mit seinen Geistesgaben, die er seinen Menschen gibt, die der Ekklesia angehören, Herausgerufene aus der Welt, die Werke des Teufels zunichte zu machen und das Gute zu verkünden, in Wort und Tat sozial, geistlich, transformativ das Reich Gottes zu etablieren mit den Geschenken von dem Charisma, ja, dem Geist, was er seinen Leuten gibt. Und das ist die große Frage, was hast du zu schenken, was hast du zu geben, was hat er dir gegeben? Nenn mir die 21 Charismen, die im NT, im Neuen Testament aufgeführt sind. Wenn ich das jetzt frage, oder kriegst du Durchfall, ja, kannst du sie nicht nennen, weißt du überhaupt, um was es hier geht? Also informiere dich über diese Dinge. Was ist dein Charisma, ja, was hat er dir gegeben, was gab er dir und was kannst du weitergeben? Massive, wichtige Frage auch zu Ostern, denn in der Auferstehungskraft bricht das hervor. Ja. Das bringt Christus zum Vorschein, das gibt er und das kann er dir geben oder dich in eine Sendung hineinstellen, einen besonderen Dienst, eine Aufgabe. Die Liste an 21 Geistesgaben wird jeder im Neuen Testament herausarbeiten können und erkennen können. Reimer, auf den ich mich hier beziehe, von der Predigt, die ich mal von ihm gehört habe, er sagt, es sind 22. Ich kann gerne unten nochmal ja, in der Infobox reinschreiben, auf welche Stelle er sich bezieht. Also es gibt auch noch Autoren, die verschiedene Bücher darüber verfasst haben, die auf 27 oder 28 Gaben kommen. Das kann ich unten auch gerne nochmal ja, auflisten. Sind meistens so verschiedene Eigenschaften, die nicht ganz klar als solch ein Charisma, als eine Gnadengabe, Geistesgabe charakterisiert werden können. Aber dennoch gibt es da also auch noch andere Ansichten, wo man diese Liste noch erweitern kann. Aber die 21 sollte jeder und jede gut finden hier im Neuen Testament, in der Bibel. Und das ist die Basis, auf die man ihn auf jeden Fall aufbauen sollte, bei allem, was man noch daraus macht. Oder wenn man sagt, man möchte diese Liste noch erweitern auf 30, 35, wie auch immer, wo es vielleicht in der heutigen Zeit noch Charismen gibt, die Gott neu schenkt und sowas. Ich bin durchaus der Auffassung, dass das möglich ist, dass Gott in seinem souveränen Handeln auch spezielle, besondere Gaben geben kann, die noch darüber hinausgehen. Aber dann muss man natürlich da auch sehr genau hingucken und sich auf die biblischen Grundlagen grundlegend einmal beziehen. Und deshalb fange ich mit den 21 Charismen an, die man schon mal kennen sollte und dann versuchen, sich auch da in eine Form einzuordnen. Und da werde ich auch nochmal das Buch von Herrn Reimer unten verlinken, was dazu auch dienlich ist, Aufbruch in die Zukunft, wo es also speziell um die Gaben des Geistes geht. Dass du auch ja, das bekommst, um von dir wegzuschauen, um auf andere hinzuschauen und sozusagen das Göttliche auch zu suchen und zu verwirklichen. Denn das macht uns auch glücklich am Ende, dass wir nicht nur in uns selbst gefangen sind oder irgendwelchen ja, absurden Perversionen dienen müssen oder Neigungen ausagieren müssen. Das klingt ja in sich schon ziemlich bescheuert und ist es ja auch. Also lass dich davon befreien und lass dir seine Charismen schenken, dass du sein Reich umsetzen kannst und im Namen Jesu sagen kannst, steh auf und wandle. Also Petrus, der weiß, was er hat. Er hat eine Gabe der Heilung. Ja, so heißt das konkret. Er hat dieses Charisma bekommen, dass er Heilung geben kann. Im Namen Jesu liegt die Power und die Kraft, dass er sozusagen das umsetzen kann. Das ist nicht von ihm gemacht, ja, sondern es liegt in Jesus selbst. Und natürlich heißt das nicht, dass das immer geschieht und dass das nur passiert. Ja, manche glauben ja auch, es gibt immer nur Heilung und Gott schenkt immer nur Heilung, ja, und macht irgendwie alles gut und wir erleben immer nur das Gute und das Neue. Hey, es ist uns nicht so verheißen, ja, und es ist uns nicht gegeben, dass wir immer nur das Gute erleben. Aber manche kriegen das irgendwie nicht, schnallen das irgendwie nicht, ja, und glauben auch, dass sie ohne schweren Covid-Verlauf das Ende ihrer Tage erblicken werden und am besten noch mit 2 Stück Erdbeertorte dann friedlich vom Fernseher ohne schlechte Nachrichten einschlafen und natürlich auch ohne schweren Covid-Verlauf, aber Hauptsache schön 2 Stück Erdbeertorte noch reingeschaufelt und dann friedlich einschlafen, ja. Super, also so wird es sicherlich nicht sein, sondern unsere Existenz hat auch viel mit Leiden zu tun und wir erleben nicht immer nur das Gute, ja. Aber das kann eben Gott auch schenken, mal in besonderen Momenten, wenn er uns dazu berufen hat und wir es von ihm sozusagen spüren und der
packt das so richtig und merkt das, wow, jetzt ist hier die Kraft Gottes da im Namen Jesu, steh auf und wandle. Und was geschieht denn dann? Natürlich kann er dann die Predigt seines Lebens halten. Ja. Dann redet er also wirklich in Feuer und Flamme und kann das ganz normal erklären. Da braucht er nicht 2 oder 3 Stunden, so wie meine Wenigkeit, sondern er kann das Ganze klar und deutlich umreißen und es wird verstanden und auf einmal zündet das wie eine Flamme. Und also wer diesen Zusammenhang nicht sehen möchte, der ist ja völlig auch mit Blindheit geschlagen, dass die beten, dass die Gaben des Geistes praktizieren und dass sie dann verkündigen. Ja. Also es ist eine richtige Kaskade oder es hängt richtig zusammen und das eine folgt auf das andere und ist wie eine zyklische Bewegung, eine transformative Bewegung, könnte man sagen, die sozusagen die Ekklesia immer wieder geht, ja, und in allen möglichen Kulturen sozusagen umsetzt. Und das ist natürlich auch ein Konzipieren von Ekklesia oder der Ausdruck einer Ekklesia, ja, dass diese Elemente da mit reinspielen und dazugehören. Also Charismen auch praktizieren, ja, wird ja an vielen Kirchen gar nicht wahrgenommen oder meinetwegen auch den Frauen sie werden davon ausgeschlossen oder dürfen bestimmte Charismen nicht begleiten. In der Amtskirche, sagen wir mal, in der großen Kirche mit dem K vorne dran. Ich werde jetzt nicht konkreter alle wissen, was gemeint ist. Aber hey, ich sehe da irgendwie auch ein riesiges Problem. Ja. Wenn Gott sagt, hey, diese Dame hat dieses Charisma, dann bitte, Attacke, ja, tu es. Und wenn du es da nicht tun kannst, dann musst du es woanders tun. Also, suche dir deinen Weg mit dem, was der Herr dir gab an dem Tag, als du ihn kennenlernen durftest. Denn so verstehe ich das, dass ihr dir in diesem Prozess, in deiner Taufe von mir aus auch, ein Charisma, ein besonderes Charisma geschenkt hat, was dir irgendwie in Verbindung mit dir steht und was du jetzt weiter kultivieren kannst. Lese die Bücher, informiere dich, mach alles dazu, um das Charisma zu fördern und dann praktiziere es. Ja, das wäre jetzt der gesunde Weg, sozusagen, auch um nicht nur bei sich hängen zu bleiben, sondern transzendent höher zu schauen. Denn ihm zu dienen bedeutet, über sich hinauszuschauen, anderen zu dienen. Und das ist absolut gesund, was auch dir helfen wird und am Ende der Welt helfen wird. Und wir brauchen mehr solche Menschen, die von sich wegschauen. Denn wir leben in einer Kultur, wo das Ego immer krasser wird. Ja, es sind die Pornos, der eine perverse Ausdruck von diesem Ganzen oder auch das Geld, ja, immer nur Materielles oder irgendwie das eigene, ja, sich um sich selbst drehen und irgendwie über schicker machen, Operationen, plastische Chirurgie, Eingriffe und sowas, also völlig abstrus, krank, aber Dienst am anderen, auch wenn ich hässlich bin, wenn ich krank bin, alles möglich, ja, du wirst immer wieder Wege finden, das Gute zum Ausdruck zu bringen. Also hier, Charismen, was hast du, ja? Was habe ich? Wer bin ich am Leib Christi? Was hast du zu geben? Riesenfrage. Also dort weitergehen und dann Attacke und steil gehen, viral gehen, so wie Petrus das hier im besten Sinne tut. Und er tut es für mich im besten Sinne, ja. Also er ist primus inter pares. Er ist der erste Bürger untergleichen und er geht hier im guten Beispiel voran, von dem ich mächtig viel lernen kann. Und somit kann ich auch von dieser Petrus-Berufung und dem Stein- oder Felsenwort ganz viel lernen, wie er das umgesetzt hat. Also super, ja, richtig erstklassige Sahne. Ein ganz wichtiger Schlüsseltext, Apostelgeschichte 3, also das sollte man gut studieren und kennen. Schließlich hat er eine offene Hand für diesen kaputten Menschen, denn aus dem Gesetz des Mose geht hervor, dass das eine Sünde ist, ja, einen Behinderten anfassen und ihm die ganze Hand geben, ihn berühren, ja, macht ihn kultisch unrein. Das darf er eigentlich gar nicht als frommer Jude, wie er ja noch angesehen wird. Er hat ja noch keine neue Religion oder irgendwas gegründet und das sehen sie auch gar nicht, ja. Sie leben in ihrem jüdischen Verständnis auch noch weiter, aber sie haben halt Christus kennengelernt und jetzt in seinem Namen dieses Wunder gewirkt und deshalb hat er auch eine offene Hand für diesen kaputten Sünder. Er kann diesen Sünder berühren, weil Gott das Wunder wirkt und sozusagen auch das transformiert, ja.
diesen Ausschluss aus dem Gottesvolk, wo die Juden dachten, der hat irgendwie gesündigt oder irgendwas, das transformiert Gott und er zieht die Leute zu sich in seinen Herrschaftsbereich, in seine Gegenwart hinein, indem er einfach diese Krankheit auch wegnimmt, ja, und sozusagen das kultisch Unreine wegnimmt und den Weg, der Weg zu Gott ist frei, das ist ein regelrechtes Symbol und hat eine riesen Strahlkraft, das Tausende hinterherkommen und jetzt kann Petrus die Predigt seines Lebens halten, ja, wo viele ja mit ihrem einschläfernden Singsang nur einiges davon lernen könnten, weil sie diese Kaskade niemals in ihrem Kopf irgendwie klar gekriegt haben oder in ihrem Herzen völlig verblendet und verstockt sind und dem Leben aus Gott entfremdet sind. Auch viele Geistliche, die sich hinsetzen und 2,8 im Monat kassieren, aber kein Wort Gottes mehr an die Menschen bringen können, weil sie nur noch einen nichtssagenden Brei zu verkünden haben und nichts. Sie gehen nicht mehr viral, ja, es hat keine Relevanz mehr. Das ist der Unterschied. Und das kann die Ekklesia machen, diesen Unterschied. Die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinschaft, die guten Werke Gottes zu verkünden, in dieser Art und Weise, wie das hier beschrieben ist. Also wir lernen davon, ich will ein Mensch werden, der beten kann, der Gaben des Geistes praktiziert und der eine offene Hand für kaputte Sünder hat und der auch transparent lebt. Ja. Also diese 4 Punkte will ich mitnehmen. Beten, transparent leben, Gaben des Geistes praktizieren, Petrus hatte eine Gabe der Heilung und eine offene Hand haben. Das können wir hier mitnehmen und rausziehen. Und somit gebe ich uns das hier mit, wünsche uns alles Gute, dass wir das umsetzen, ja, auch in schwierigen Zeiten, dass wir uns von den Pforten der Hölle, wenn das Böse über uns hereinbricht, und ich meine, wir sehen dieser Tage vieles Böses, was unverständlich ist, was vielleicht auch nicht nur von Menschen gemacht ist, wo vielleicht hinter auch ja, so eine richtige geistliche Dimension steht, was ich einfach mal so ausdrücke, weil man es oft nicht beschreiben kann. Ja, also das Böse in dieser Welt ist manchmal unbeschreiblich, es bricht über uns herein, aber die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden und das bedeutet der Dienst auch am Guten und das können wir umsetzen, wenn wir uns an ihm ja festklammern oder an ihm halten. Und das Traurige ist ja, dass diese grassierende Krankheit uns untereinander gespalten hat, dass sie uns auch den Blick wegnimmt von Gott. Deshalb tue ich hier so viel über diese Dinge sprechen, weil das eigentlich der neue Bezugsrahmen ist, der uns auch retten kann. Ja? Dass wir nicht immer nur in unseren Zusammenhängen uns irgendwie streiten und da spalten oder den Blick weg von Gott wenden, weil das ist ja das Höchste, was wir Menschen eigentlich haben, ja, der wirklich über uns hinausgeht, ja, und der höher ist als wir selbst, das ist eben das Göttliche, ist das Spirituelle oder Gott selbst. Und also für mich hat sich das in Jesus Christus gezeigt und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur auf die grassierende Krankheit oder das Böse starren, so wie die Maus vor der Schlange, sondern in dieses Gestalten kommen, ja. Dass wir in der Gelassenheit bleiben können, weil wir wissen, hey, die Pforten der Hölle werden uns nicht überwinden, dass wir können gelassen sein, ja. Wir können innerlich stabil dastehen und dann auch zum Gestalten und zum Agieren kommen, denn wir haben einen Gestaltungsauftrag. Die herausgerufenen Bürger der Polis sind dafür da, um Verantwortung für die Stadt, für die Polis zu übernehmen und das Gute unter den Bürgern zu gestalten, ja. Und dort das Reich Gottes, sage ich mal, zum Ausdruck zu bringen. Also das meint einfach Gottes gute Herrschaft und Gott meint es immer gut mit den Menschen und sein Gericht ist auch positiv. Also ich sehe in Gott niemanden, der irgendwie unterdrückt oder irgendwas wegnehmen möchte, sondern der das Leben liebt, der es fördert, ja. Und das sehen wir auch hier in dieser Heilung eben, dass er diesen Ausschluss, diese Exklusion zur Inklusion führt, aber durch eine wirkliche Heilung. Und wir können das hier nicht erklären oder irgendwie wissenschaftlich begründen. Und davon dürfen wir uns natürlich auch nicht nur gefangen nehmen lassen, dass wir nicht nur wissenschaftsgläubig sind, sondern auch ergebnisoffen forschen, wie ich am Anfang ja natürlich auch sagte. Und gut, so bete ich, dass wir alle gesegnet sind und unsere Gaben entdecken, umsetzen können, dass wir Christus folgen, uns als Ekklesia neu formen lassen, als die herausgerufene Ekklesia Verantwortung für die Welt übernehmen, dass wir das nicht vergessen, dass wir das suchen, uns verbinden, auch als dieser Ring
um die verschiedenen Konfessionen herum, denn in Europa wird es in Zukunft schwierig werden, auch mit den christlichen Gemeinschaften, ja, weil sie zusammenbröckeln und irgendwie da auch sich verbinden werden, so im Kern der Menschen, die dem Ganzen noch Macht zusprechen oder eine Bedeutung oder das Lieben, die Christus lieben, werden weiter zusammenrücken. So lasst uns weiter zusammenrücken über verschiedene konfessionelle Grenzen hinweg und auch sein Werk gemeinsam gestalten. Denn das ist jetzt das Wichtigste, dass wir auch uns nicht spalten lassen, gemeinsam das Gute gestalten, ja, und Gottes Auftrag in dieser Welt suchen. So segne uns der allmächtige Gott und ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Gehen wir in seinem guten Namen voran. Bis bald, bis zum Wiedersehen und tschüss.